time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Listen close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you. I don't gotta wear a mask, I just gotta be me. Stay true. Ah, ja, diesmal hat's funktioniert. Diesmal bin ich live, ne? Ja. Wisst ihr noch, letztes Mal, als ich vergessen habe, den Knopf richtig zu drücken? Freunde, endlich sind wir mal wieder im Stream. So, warte, ich ziehe euch mal kurz noch den Chat hier rein. Wait, das ist er, ne? Ja. Einmal wieder Livestream-Chat am Start. Boah, so lange nicht gestreamt. So lange nicht gestreamt, Freunde. Herzlich willkommen. Endlich sind wir wieder am Start. Endlich geht es wieder los. Warum ich so lange nicht gestreamt habe? Weil wir mega viele Sachen bei YouTube und in meinem YouTube-Team geändert haben. Also wir haben einen neuen Kanal an den Start gebracht und wir haben ganz viele Sachen überarbeitet, wie wir die YouTube-Videos produzieren. Und da musste ich einfach erstmal ein bisschen Stream zurückschrauben, damit das alles ordentlich organisiert ist. Deswegen so lange kein Stream. Aber das ist jetzt alles geklärt. Jetzt kommen auch wieder öfter Streams, Freunde. Jetzt sind wir wieder öfter am Start hier. Wieder öfter live am Start. Und wir haben direkt Twisted Error. Level 2 Mitgliedverlängerung. Kuss geht raus. Coco mit 34 Monaten. Coco, der allerechte Ehrenbruder. Ich danke dir vielmals, Coco. Schon 34 Monate. Let's go. Hannes auch mit 7 Monaten auf Level 3. Kuss. Marcel mit 13 Monaten auf Level 2. Warst du schon im Kino wegen FNAF-Film? Nein. Entweder schaue ich den FNAF-Film heute Abend oder morgen Mittag. Ich hatte nämlich keine Zeit die letzten Tage. Ja, hat bei mir nicht gepasst. Deswegen, wenn irgendwer einen Spoiler schreibt, ich banne euch alle weg. Ich gucke den entweder heute Abend oder morgen Mittag. Deswegen, haltet euch bedeckt, Freunde. Atrox Gaming mit 6 Euro. Hi, bin Golden Freddy 12. Hab geändert, bis der beste Kuss geht raus. Golden Freddy, ich danke dir für 6 Euro. Kuss, Kuss. Ich danke dir. Danke, danke, danke. Hi, Schulfer. Endlich machst du was auf dem Schulfer Live-Kanal. Hä? Schulfer Live-Kanal? Nee, auf dem Schulfer Live-Kanal mache ich nichts. Aber ich hoffe, ihr habt alle den Schulfer XXL-Kanal abonniert. Ich weiß nicht, ob den alle von euch schon auf dem Schirm haben. Der ist ja neu. Schulfer XXL. Ich zeige ihn euch einmal kurz. Oh, hä? Warte kurz, das war der falsche Screen. So, den Screen hier wollen wir sehen. So, kennt ihr den Kanal hier schon? Schulfer XXL? Ich habe ihn selber nicht abonniert, lol. Oh, Freunde, das ist mein neuer Kanal. Du bist der Beste. Was war das? Achso, von Golden Freddy. Dankeschön. Das ist mein neuer Kanal, hier kommen auch Horrorgames. Weil viele sich ja beschwert haben, in letzter Zeit kommt ja auf dem Hauptkanal viel Skibidi Toilet und so weiter. Und ansonsten viel FNAF. Hier kommt alles, was kein FNAF ist. Normale Horrorgames, Backrooms und so weiter. Auch Fears to Fathom, das neue, ist hier schon online. Also gerne mal den Channel abonnieren. Schulfer XXL gerne abonnieren, Freunde, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Das sind, ja. Das sind viele wichtige Videos für die Horrorliebhaber unter euch. Also gerne mal reinschauen da. Alter, wie viele Mitglieder kommen jetzt hier rein? Suna TV mit 13 Monaten. Kuss. Ben, Silo, hello. Willkommen im Mitgliedsstatus. Ich danke dir. Suna mit zweimal mit 13 Monaten. Achso, wird doppelt angezeigt. Und Daniel hier mit 5 Euro. Was geht? Der FNAF-Film darf ich nicht schauen, weil ich 12 bin. Das ist belastend. Der Film ist ab 16, ne? Ey, aber danke für die 5-Euro-Spende. Dicker Kuss geht raus. Ich danke dir. Coco mit einer Mitgliedschaft. Coco, danke dir. Kuss geht raus. Danke, 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 danke. Dankeschön. Oh, warte, da stimmt was nicht bei meinem Nightbot. Meine Mitgliedbenachrichtigung hat er nicht gesehen. Von Nadja? Warte. Wurde nicht angezeigt. Oh, a penny. Was geht der FNF-Film darf ich nicht schauen, weil ich 12 bin. Gedankenvolles Gesicht. Naja, mir wird Mitgliedbenachrichtigung nicht angezeigt von dir. Naja! Wird mir nicht angezeigt. Hä? Ich sehe nichts. Oh, Hannes!
Hannes, ey, Hannes direkt mit einem Fuffi hier am Start. So, Moment, Moment, ich muss kurz das an meinem Nightboard einstellen. Einen Moment, hier stimmt was nicht. Hier ist was broken. Der schreibt hier was falsch. So, Jens ist richtig. Okay, alles ist wieder gut. Alles ist wieder gut. Yo, Hannes direkt mit 50 Euro. Das heißt, die Kuh fliegt hier gleich wieder durch den Club, Freunde. Let's go. Easy. Wir warten noch, bis die Kuh kommt. Twisted Arrow mit 5 Euro. Bin nach 12 Wochen auch endlich wieder am Start. Mein besten YouTuber aller Zeiten. Fnaffel ist mega geil. Muss auf jeden Fall schauen. Ja, natürlich schaue ich den. Natürlich schaue ich den. Let's go. Twisted Arrow, danke für 5 Euro. Kuss, Kuss. Kirito. Danke mit 11 Monaten. Fast ein Jahr. Dankeschön. Ist das Plushie im Shop? Ja, zum Shop kommen wir gleich noch, Freunde. Zum Shop gibt es gleich noch wichtige Infos. Wichtige Infos kommen gleich zum Shop. Turbuk mit 3 Monaten. Kuss geht raus. Dankeschön. Eine Frage, wann kommt Geld? Kuh? Oh. Oh. Aber lange nicht mehr getanzt im Stream, ne? Let's go. Warte, warte, warte. Da muss die Kuh wieder am Start sein. Oh, Penny. Let's go. Hannes! Hashtag Ehrenhannes in den Chat mit 50 Euro. Ich bin wieder am Start, ja, beim besten YouTuber aller Zeiten. Der FNF-Film ist mega geil, musst du auf jeden Fall schauen. Barty Popper, Hase, Bär, ausschlüpfendes Küken. Let's go, Twisted Arrow, danke für die 5 Euro. Hashtag Ehrenhannes in den Chat für 50 Euro, Bro. Kuss geht raus. Hannes, der Ehrenbruder, wieder am Start. Turbuk mit 3 Monaten. Danke auch an dich, dankeschön. Danke, danke. So, und weil einige gerade schon... Warte, was haben wir hier noch gehabt? Elias mit 3 Monaten. Elias, Kuss geht raus. Dankeschön. Dennochen, Level 2 Mitglied. Dankeschön. Meine wurde nur im Chat angezeigt, waren 32 Monate. Nadja, danke für 32 Monate. Dicker Kuss geht raus. Ich danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Dankeschön. Minecraft 2 mit 17 Monaten. Dankeschön. Danke. 33 Monate wurden auch nicht angezeigt von JD. Was ist denn da los? JD, danke für 2 Euro. Kuss geht raus. Dankeschön. Danke, danke. So, Moment, weil einige gerade wegen Shop gefragt hatten. Im Shop gibt es, eine kleine, was heißt eine Änderung? Es gibt eine coole Aktion, die wir jetzt im Shop haben. Ich zeige euch einmal kurz. Warte. Warum ist der Screen hier eigentlich so komisch? Naja, so passt der. Also, zwei wichtige Sachen. Erstens, das Plushie ist wieder im Shop. Ihr könnt das Plushie wieder kaufen. Plushie ist weg, Plushie ist wieder da. Mein T-Shirt ist halb durchsichtig. Nice. Danke Greenscreen für nichts. An der Stelle, machst du Cosplay? Nein, ich mache kein Cosplay. Warum soll ich Cosplay machen? Sehe ich aus, als würde ich Cosplay machen? Das Plushie ist wieder da. Das wird auch jetzt immer mal wieder aufgefüllt. Also ihr seht jetzt hier noch 143 Stück sind jetzt im Shop. Plushie ist wieder da. Aber das viel Wichtigere ist, erstens, habe ich das hier irgendwo? Ist doch nicht im Shop, ne? Am 17.11. kommt der Weihnachtsmerch raus. Da kommt ein komplettes Bundle, ein Adventskalender, eine Kuscheldecke und so weiter. Und ihr seht es hier, es gibt ein PS5-Gewinnspiel im Shop. Jede Bestellung, egal was ihr kauft, und wenn ihr nur einen Schlüsselanhänger kauft, jede Bestellung, okay? Ganz wichtig, jede Bestellung nimmt an diesem PS5-Gewinnspiel teil. Bis zum 22.11. nimmt jede Bestellung an der Verlosung teil, okay? Egal was ihr kauft. Eine Handyhülle, ein Schlüsselanhänger, ein Plushie oder dann was vom Weihnachtsdrop. Der Weihnachtsdrop kommt am 17.11. Da ist dann auch nochmal einiges, habt ihr auch nochmal 5 Tage Zeit. Und alles, was bis zum 22.11. gekauft wird, ihr könnt auch mehrmals bestellen. Jede Bestellung ist ein Los für dieses PS5-Gewinnspiel. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ist im Shop drin, ich hau euch den Link mal rein für diejenigen, die vielleicht direkt mitmachen wollen. Könnt ihr direkt reingehen in den Tulfa-Shop. Egal, was ihr kauft. Schlüsselanhänger, Plushie, Handyhülle. Alles nimmt an der Verlosung teil, okay? Alles nimmt an der PS5-Verlosung teil.
Auch wenn man alles kauft. Ja, alles. Jeder Artikel. Also auch wenn ihr nur 10 Euro ausgibt, nehmt ihr an der Verlosung teil. Egal, was ihr kauft. Handyhülle, Plushie. Wie gesagt, Weihnachtsdrop kommt dann auch. Aber der kommt halt erst am 17.11. Das dauert halt noch 2 Wochen. Aber egal, was ihr kauft, alles nimmt an der Verlosung teil. Alles nimmt an der PlayStation 5 Verlosung teil. Da wünsche ich euch schon mal viel Erfolg. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, keine Ahnung. Gut, Freunde. Aber hier sind gerade schon wieder voll viele Spenden reingekommen. Nenn euch hier Mitglied Minecraft 2, 17 Monate, Demon Foxy mit 12 Monaten, Demon Foxy, ein Jahr. Kuss geht raus, ich danke dir. Ein Jahr von Demon Foxy. Kev ist Mitglied geworden. Willkommen in der Bande. Kornhaufen Gamer mit 13 Monaten. Guten Tag und an alle einen schönen Tag. Schönen Tag zurück, mein Bester. Danke für 13 Monate. Krümel mit 13 Monaten. Endlich wieder Streams. Unser Leben hat wieder einen Sinn. Oh, warte. Liebe Grüße an dich von Luke und mir und deine Community. Und die Mods sind die besten. Küsschen alle. Krümel, dicker Kuss geht raus. Danke für 13 Monate. Danke, danke, danke. So, Nadja fragt dir schon, Schulver, was eigentlich mit dem Mod-Plushie? Die aktiven Mods kriegen alle einen Plushie. Das organisiere ich euch noch. Keine Sorge. Das bespreche ich aber mit euch über Discord dann demnächst. Bester YouTuber. Weil ich brauche eure Adressen und so. Aber das klären wir dann. Ja. Warum so teuer? Dein Plushie ist 35 Euro, das ist viel. Dann guck mal nach, was andere Plushies kosten, Victor. Dann kannst du mal nachschauen, was andere Plushies kosten. Dann schreibst du auch nicht mehr so merkwürdige Nachrichten. Ne? Wird der Merch wieder 40 Euro kosten? Nein, das Weihnachtsbundle wird größer. Das Weihnachtsbundle ist größer, da sind viel mehr Artikel drin. Ja. Also wer jetzt nichts kaufen will, wie gesagt, ab dem 17.11. Wir kriegen noch einen Adventskalender in den Shop. Wir kriegen noch eine Kuscheldecke in den Shop. Und halt das komplette Weihnachtsbundle kommt noch in den Shop, ne? Ja. Also da habt ihr dann noch mehr Sachen, die ihr kaufen möchtet, wenn ihr bis dahin warten wollt, ne? Könnt bis dahin noch warten. 17.11. geht's nochmal richtig ab im Shop. Ansonsten, wie gesagt, alles, was ihr bestellt bis zum 22. nimmt an der Verlosung teil. So, Dennochen mit 5 Euro, beste YouTuber. Kuss geht raus, ich danke dir. Diamantboy-OP mit 2 Euro, danke, danke, danke. Guten Tag, gibt's wieder einen Halloween-Stream? Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ich habe noch keinen geplant. Demon Foxy mit 2 Euro, Kuss geht raus, danke schön. Ansonsten macht ja Dennome macht ja einen Halloween-Stream, sonst könnt ihr bei ihm reinschauen. Weil ich weiß nicht, ob ich es am 31. schaffe zu streamen. Das wird ein bisschen schwierig. Oh, müsst ihr Denome sein Halloween-Stream schauen. Warum kann ich nicht Mitglied werden und ich hoffe, du hast es vermisst? Bier, 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 Bier. Kannst du kein Mitglied werden? Bier. Wie? Verstehe ich nicht. Geht nicht, oder was? Das ist aber nicht gut. Luna, danke für 6 Monate. Freue mich gerade wie ein kleines Kind, dass du wieder live bist. Freue mich schon sehr auf den Weihnachtsdrop, hole ich mir auf alle Fälle. Luna, Kuss geht raus. Ich danke dir für ein halbes Jahr Support. Und ja, Weihnachtsdrop wird sehr, sehr wild. Ich hoffe, ihr findet da was, was euch gefällt. Wollt ihr die Sachen vom Weihnachtsdrop sehen? Ich habe die schon alle hier. Also wenn ihr sehen wollt, was im Weihnachtsdrop alles drin ist, wollt ihr kurz einen Sneak Peek haben? Ich habe alle Sachen hier, kann ich euch zeigen. Macht mal eins in den Chat. Macht mal eins in den Chat, wenn ihr die Weihnachtssachen sehen wollt. Ich habe alles hier liegen. Kann ich euch schon mal, könnt ihr schon mal sehen, was ihr alles bekommen werdet. Hallo mit 6 Euro. Warum kann ich nicht Mitglied werden? Ja, weiß ich auch nicht. Sparex mit 2 Monaten. War der Tower Defense Livestream schon? Nein. Ich wollte den neulich machen. Den einen Tag ging es mir aber gar nicht gut. Und den einen Tag hatte ich doch keine Zeit. Der wird jetzt irgendwann die Tage passieren auf dem Roblox-Channel. Ne? Der wird dann noch kommen. Alle wollen den Weihnachtsdrop sehen. Ich schau gleich mal, ja. Killer 200, willkommen im Mitgliedsstatus. TP FNAF seit 21 Monaten. Let's go! Dankeschön! Danke. Und die Kuh! Here we go. Hannes! Here comes the money! Wow. Wow. Let's go! Alter, Hannes! Leute, hört auf, Julfahrt zu fragen oder zu sagen, wie findest du den FNF-Film oder wie fandest du den Film? Hannes ist schon wieder mad. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Schmollmund, 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 Schmollmund. Ehren Hannes in den Chat. Ehren Hannes in den Chat für 50 Euro. Ich danke dir.
Ey, Hannes, der absolute Ehrenbruder. Ja, genau, Freunde, ich habe den Film noch nicht gesehen. Okay, ich hole euch kurz den Weihnachtsdrop. Ich zeig euch, wie der Weihnachtsdrop aussehen wird. Es wird cool. Seffi, willkommen im Mitgliedstatus. Einen Moment. So. Also, wir haben zu Weihnachten einiges, was in den Shop reinkommt. Ein paar coole Sachen. Also, das erste ist so eine Decke. Oh, falsch rum. Hier, so eine Decke. Da. So eine Decke kommt in den Shop zu Weihnachten. Die könnt ihr einzeln kaufen. Also die ist nicht im Weihnachtspaket drin. Die kommt, die Decke kommt. Ich leg die mal hier hin. Dann kommt ein Adventskalender. Der Adventskalender kommt mit einer Autogrammkarte. Adventskalender mit einer Autogrammkarte. Ich glaube, der wird 13 Euro oder so kosten. Ne? Also wer jetzt noch wartet und an dem PS5-Gewinnspiel teilnehmen will, ab dem 17. könnt ihr den Adventskalender kaufen. Mit einer Autogrammkarte. Ne, der kommt auch. Und jetzt kommen wir zum Weihnachtsbundle. Das Weihnachtsbundle, also das Weihnachtsmerch-Paket. Haben wir einen Hoodie? Einen Hoodie? Ne, mit Kapuze, weil ist ein Hoodie. Also das, was so schwarz ist hier drauf, ist übrigens eigentlich grün teilweise hier unten. Der Baum ist logischerweise grün, aber Greenscreen ist jetzt halt durchsichtig, ne? So, das Weihnachtsbundle ist der Hoodie. Dieser Kalender für 2024 ist auch im Weihnachtsbundle mit drinne. Habt ihr schon einen Kalender für nächstes Jahr? Das ist auch mit drinne. Und ein Poster. Das Poster ist mit drin. Das Poster ist drin. Und natürlich eine Autogrammkarte, wie immer. Wie immer eine Autogrammkarte am Start. Das gibt's alles zu Weihnachten am 17. Ab dem 17.11. ist das alles im Shop. 17.11. 18 Uhr kommt das alles rein. Limitiert auf 750 Stück. Also wir haben 750 Adventskalender. Wir haben 750 Weihnachtspakete und ich glaube 250 von den Decken. Ja. Und wie gesagt, jede Bestellung bis zum 22. nimmt am PS5-Gewinnspiel teil. Also egal, was ihr kauft. Also ob ihr das Weihnachtsbundle kauft, ob ihr nur den Adventskalender kauft oder nur die Decke. Auch wenn ihr nur einen von den Schlüsselanhängern kauft, jede Bestellung bis zum 22. nimmt am PS5-Gewinnspiel teil. Ne? Also ihr könnt jetzt schon mal einkaufen oder ihr wartet bis zum 17. bis zum Weihnachtsdrop und schlagt dann richtig zu. Ne? Also der Adventskalender wird kosten 13 oder 14 Euro. Die Decke kostet, glaube ich, 30. Und das Weihnachtspaket, weil halt ein Hoodie drin ist, kostet 60. Also das ganze Weihnachtspaket, Hoodie, Poster, Kalender, Autogrammkarte kostet 60. Und das Plushie ist auch wieder da. Plushie ist auch wieder im Shop, seht ihr hier. Plushie ist auch wieder back. Könnt ihr euch auch wieder gönnen. Ich hau euch den Link nochmal rein. Könnt ihr nochmal gucken. Schaut mal im Shop vorbei, gönnt euch was. Und ich würde sagen, liebe Freunde, wir stürzen uns jetzt erstmal rein, was wir überhaupt machen wollen im Stream. Wir spielen jetzt erstmal den Shoot Shoot Charles Nightmare Mode. Ja?
Kannst du mal Sellout-Streams machen? Das ist doch ein... Ich mache alle Streams sind Sellout-Streams. Alle Streams sind Sellout-Streams. Hat Hannes nochmal Geld gespendet? Nein. Ach, das wird nur doppelt angezeigt. Ich habe schon Nervenzusammenbruch bekommen. Alter. So, Purple Guy hat aber eben den Euro gespendet. The Purple Purple Guy. Kuss geht raus. Sintrix, bekomme Mitgliedsstatus. Summer Santa mit 3 Monaten. Kuss geht raus. Und Snacke mit 42 Monaten. Ich freue mich schon auf den Weihnachtsshop. Bin so gehypt. Ey, freut mich, dass ihr immer den Merch so feiert, Freunde. Wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich kann euch noch eine Sache zeigen. Einen Momento. Ich kann euch noch eine Sache zeigen. Ich habe euch doch von dem Funko Pop erzählt, ne? Was wir machen wollen. Das Funko Pop, das Tultronic Funko Pop, erinnert ihr euch noch? Was da kommen soll? Snacke, erst nochmal vielen Dank für 42 Monate, ne? Fabienne, danke auch an dich für den Euro. Ne, das Tulfa Funko Pop, erinnert ihr euch? Habe ich euch schon von erzählt. Wir haben jetzt den ersten Testdruck. Warte mal, ich muss mein Handy heller machen, damit ihr es auch erkennt. Wir haben jetzt die erste Testversion von dem Tulfa Funko. Okay, es ist viel zu hell. Warte, ich öffne das mal am PC, damit ihr besser sehen könnt. Ich öffne euch das kurz am PC, weil das sieht so brutal gut aus. Das kommt dann Anfang nächsten Jahres in den Shop. Das sieht so nice aus, das Ding. Ich hätte nie gedacht, dass mir das... Sieht man hier irgendwelche Handynummern? Nein, okay. Warte, ich check das nochmal. Nein, okay. Man sieht keine Handynummern, sehr gut. Nicht, dass ich irgendwas liege. Na. So. So wird das Ding aussehen. Warte, sieht man wirklich keine Handynummern? Man sieht keine Handynummern. Okay. So wird der Gerät aussehen. Das wird das Tulfa Funko Pop, was wir in den Shop kriegen noch. So, Hälfte Animatronic, Hälfte Tulfa. Wir nennen es Codename Tultronic. Das kommt auch noch in den Shop. So, jetzt reicht's aber mit der Werbung hier, Freunde. Genug Werbung gemacht. Jetzt wird erstmal Chuchu Charles gespielt. Taya mit 19 Monaten. Hallo Tulfa, how are you today? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und danke für 19 Monate Support. Kuss geht raus. Eine Frage, wann kommt Guild? Guild kommt auf dem XXL-Kanal. Guild kommt, wenn dann, auf dem XXL-Kanal. Ob es bei mir in der Wohnung schneit? Nee, mein T-Shirt und der Greenscreen sind nur keine guten Freunde. Raffi mit 6 Monaten. Dankeschön. Kuss geht raus. Danke, danke. Leute, ey, danke für den Support. Ich habe so lange nicht gestreamt und ihr seid direkt wieder so am Start. Ich lieb's einfach. Es ist einfach schön. Okay, warte. Chuchu Charles, let's go. Er hat halb Haarausfall. Ja, die eine Hälfte hat Haare und die andere Hälfte ist ja Endoskelett. Da wachsen doch keine Haare. Auf Stahl wachsen keine Haare. Magic Fan, danke für 5 Monate. Dankeschön. Kuss geht raus. Ah. Warum sagt YouTube, du spielst Monstrum? Weiß ich nicht. Ich habe gesehen, das Plushie gibt es in 2 Arten, mit hellen Haaren und dunklen Haaren. Nein, das ist falsch. Das gibt's definitiv nicht. Das ist definitiv nicht korrekt. So, warte mal hier. Chuchu Charles. Chuchu Charles. Wann kommt Dead Space auch auf dem XXL-Channel? Ab November. Ab November machen wir auf dem XXL-Kanal auch Daily-Videos. Der kriegt ja aktuell nur jeden 2. oder jeden 3. Tag. Ab November kriegt er auch Daily und da wird dann auch, wie ich gesagt habe, im November Dead Space dabei sein. Dead Space. Dead Space. Skimmy die Toilette schreibt, guck doch nach. Wie, guck doch nach? Was für 2 Varianten? Bro, ich weiß doch, was in meinem Shop ist. Bist du lost? Sunrob und Moonrob, danke für 2 Euro. Tagchen, Leute, der Meister ist am Arbeitenkurs. Was für 2 Versionen mit hell und dunkle Haare? Was redest du, Bro? Gibt es nicht. What are you talking about, man? Ach, egal. So, Chuchu Charles. Hardcore-Mode. Wir spielen den Albtraum-Modus, Freunde. Wer das Video noch nicht gesehen hat, was ist im Adventskalender? Schokolade. Das ist ein Schoko-Adventskalender. Skibidi Toilet schreibt doch, bei mir sehe ich das. Dingy. Hör auf, okay. Ruhe. You're wrong.
You're talking shit. Xbox Gaming, danke für 2,50 €. Kuss geht raus. Also, wer den Albtraum-Modus noch nicht gesehen hat. Charles ist stärker, Charles ist schlimmer. Es ist dunkel auf der Insel. Wenn wir sterben, sind wir tot. Also, wenn wir sterben, müssen wir jedes Mal von vorne anfangen. Das ist der neue Albtraum-Modus. Es ist sehr, sehr, sehr übel. Es ist sehr, sehr, sehr übel. Aber das hält uns nicht davon ab. Wir stellen uns diesen Challenges, alright? Devil Cat schreibt, why keine Figuren? Was, why keine Figuren? Was meinst du? No, trust me. What do you mean? Panachan, willkommen im Mitgliedstatus. Dankeschön. Edrax nochmal mit einem Euro. Dankeschön. Danke. Tolle Tower Defense Episode 66 ist da. Ja, kommt auch noch ein Video später auf Roblox. Ne? Yes, sir. Yes, sir. They call him Charles. Let's go. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Aranirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Denno hat das nicht mal geschafft. Ich bin ja auch besser als Denno in so Challenges. Also bitte. Nur weil er damals den Dings-Mode vor mir geschafft hat. In Doors. Wir haben schon jede Challenge in Choo-Choo Charles gemacht. Und wir schaffen auch die hier. Na? Wir streamen das, bis wir es haben. Bis wir es haben. Also nicht heute, aber demnächst. Also insgesamt gesehen. So, ihr wisst, was ich meine. Was war eigentlich mit dem Giveaway auf dem Roblox-Kanal? Der Stream am 22. Ja, mir ging es am 22. nicht so gut. Und danach hatte ich keine Zeit mehr. Der kommt jetzt irgendwann demnächst. Die Einheiten habe ich ja alle noch. Die laufen ja nicht weg. Ihr kriegt die ja trotzdem. Nur halt später. Also keine Sorge, der Roblox-Stream kommt auch noch. Aber am 22. ging es mir echt nicht so gut. will ich auch nicht näher drauf eingehen. Und danach hatte ich keine Zeit die Tage jetzt. Aber keine Sorge, der kommt noch. Aber erstmal müssen wir Charles Hobbs nehmen. Bruder, er hat Haarausfall wie Tjulfa. Ey, hört auch damit. Aber ich habe das Gefühl, mein Haarausfall wird schlimmer. Ich habe so viel Stress gehabt die letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, es fängt hier jetzt auch an. Ist das so ein Ding? Kommt das mit dem Alter? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Sehr viel mit einem Euro. Dankeschön. Gruß geht raus. Ich danke dir. Wie mein Shop heißt, Tjulfa.shop. Auf Tjulfa.shop. Jede Bestellung nimmt am PlayStation 5 Gewinnspiel teil. Oh. Alter. Boah, ich muss schon wieder aufstoßen. Sandra Bermuda mit 5 Euro. Gönn mir richtig aus deinem Shop, wenn Weihnachtsgeld kommt. Extra Support ist kein Mord. Gruß aus Bayern. Mir feste Bayern richtig. Wieder nice Stream. Yo, Sandra Bermuda. Kuss geht raus für 5 Euro. Dankeschön, let's go. Grüße nach Bayern, Mann. Well, the exterior is a little rough, but every that good. Don't Scream werden wir auch spielen, ja, aber auf dem XXL-Kanal. Also gerne meinen XXL-Channel abonnieren, Freunde, ne? Tjulfa XXL. Tjulfa XXL abonnieren. Da kommen, also, ne, wie gesagt, Fears to Fathom ist da, Don't Scream kommt da. Diese ganzen längeren Indie-Horror-Games kommen alle auf Tjulfa XXL. Also definitiv Tjulfa XXL abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Robin zockt mit 25 Monaten. Moin, moin, Bro. Dankeschön. Danke. Es geht los! Es geht los! Oh nein, Eugene. Naja, fahr los. Alter, ist das laut. Holy shit. Ich mach das Game mal ein bisschen leiser, okay? Das ist ja übel. Es ist ja bodenlos, wie laut das ist. Das ist ja krank, Alter. Raffioli Catgirl. Danke für 2 Monate. Dankeschön. Danke, danke. So, wir müssen uns jetzt über eine Taktik Gedanken machen. Ich habe das Game schon im Video gespielt und ihr bekommt auch die Tage noch ein Video, wo ich eine Taktik ausprobiert habe. Spoiler, die Taktik im Video hat nicht so funktioniert. Gönn mir richtig aus deinem Shop, wenn Weihnachtsgeld kommt, extra Support ist kein Mord. Gruß aus Bayern, Bierfeste Bayern, richtig, alles in Ordnung. Zeichen, wieder nicer Stream, Wink in der Hand.
Let's go, Kuss für die 5 Euro. Ich danke dir. Ja, ich weiß, Denome ist ja auch dran, zu versuchen, die Challenge zu schaffen. Aber keine Sorge. Irgendwer von uns wird sich schon hinkriegen. Warte, ist da noch mehr Schrott oder nicht? Ah ja, hier. Die Frage ist wirklich... Pass auf. Die Frage ist, welche Taktik machen wir, okay? Entweder spielen wir wirklich mit dem Zug und laufen rum und upgraden den Zug und so. Oder wir machen den Killer-Move und laufen zu Fuß. Ja? Das ist auch möglich. Ich habe jetzt schon gesehen, wie Astral Spiff, den kennen ja manche von euch auch, der macht ja auch viele FNAF-Challenges, welche Taktik er benutzt hat. Der hat den Modus nämlich schon geschafft. Glaube ich zumindestens. Und vielleicht machen wir eine ähnliche Taktik. Man muss einfach extrem, extrem vorsichtig spielen. Und einfach zwischendurch muss man sich manchmal einfach verstecken und 7 Jahre warten, bis Charles weg ist. Manchmal ist einfach so. Den FNAF-Film schaue ich entweder heute Abend oder morgen gegen Mittag. Also morgen Nachmittag, besser gesagt. Nicht gegen Mittag, aber morgen. Entweder heute Abend oder morgen schaue ich den FNAF-Film. Deswegen, wer Spoiler schreibt, wird sofort gebannt. Sofort. Hab Tulfa XXL teponiert, weil ich lange Videos. Verstehe ich nicht die Nachricht. Verstehe ich nicht die Nachricht. Hilfe, was war das für eine Nachricht? Okay, wir fahren jetzt erstmal kurz mit dem Zug bis hier runter und machen, glaube ich, erstmal hier die ganzen Quests und sammeln Schrott. Ich glaube, das machen wir jetzt erstmal. Das machen wir jetzt erstmal. Wo ich den FNAF-Film gucke, im Kino? Wo soll ich denn sonst gucken? Warte mal, der Abozähler ist gar nicht an, ne? Weil wir haben ja jetzt nur noch... Warte. So, wir brauchen ja nur noch 10.000 bis zu 300.000. Let's go! Denome, der alte Stinker, hat mich jetzt ja überholt. Mit riesen Schritten hat er mich überholt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Aber wir knacken auch noch die 300k. Wir holen die uns auch noch. Zwei Sitzer mit 2 Euro. Meine Meinung zu Dragon Ball. Ich hasse Dragon Ball. Dragon Ball ist richtig schlecht. Also, achso, ich muss die Quest erst annehmen. Also Untermensch, wer Dragon Ball feiert, ja. Dragon Ball ist richtig uncool. Dragon Ball ist wirklich richtig uncool. Vegeta sieht das auch so. Also noch schlimmere Untermenschen sind die, die sich Dragon Ball tätowieren lassen. Also, wie dumm muss man denn dafür sein, dass man sich was von Dragon Ball tätowieren lässt, ja? Ist ja komplett gottlos. Wie ich auf Roblox heiße, meinst du meinen YouTube-Roblox oder wie ich auf Roblox an sich heiße? Du kannst auch einfach meinen Tulfa-Roblox-Kanal abonnieren, dann findest du alles. Tulfa Roblox abonnieren für coole Roblox-Videos. Vorsicht, Sarkasmus können die meistens nicht. Ey, wer Sarkasmus nicht kann, der ist hier fehl am Platz, ne? Also das ist aber ganz schlecht für die Streams. Ganz schlechte Voraussetzung für meine Streams. Ganz schlecht. Weiß jemand, ob es den FNAF-Film auf Netflix gibt? Digi, der Film ist noch nicht mal eine Woche draußen. Als wenn es den auf Netflix gibt. So, warte. Bisschen Ausschau halten, ob hier irgendwo Schrott rumliegt. Ganz wichtig. Wenn hier Schrott liegt, müssen wir uns den definitiv einpacken. Wann spielst du wieder Aperophobia auf Roblox? Muss ich mal schauen. Weiß ich noch nicht genau. Wir müssen jetzt demnächst ja erstmal Toilet Tower Defense streamen. Ich habe nämlich sowieso das Gefühl, ich muss so viele Einheiten in Roblox verschenken, in Toilet Tower Defense. Das schaffen wir gar nicht in einem Stream. Ich muss locker drei Streams machen, wo ich nur Einheiten verschenke. So, easy, danke. Erstmal hier den Schrott noch einsammeln, let's go. Also den Roblox-Stream machen wir jetzt auch irgendwann in der nächsten Woche, damit der endlich mal fertig ist und ihr eure Einheiten habt, die ich euch versprochen habe. So, zack. Ich bin der beste Schlossknacker oder ich bin so ein guter Einbrecher. Falls ihr bei der Polizei seid, das war nur Spaß. Ich bin noch nie irgendwo eingebrochen. Noch nie. Ich hab's auch nicht vor.
Okay, nice. Schrott eingesammelt. Hier hinten liegt aber noch mehr. Ich habe den Anfang hier vom Game jetzt schon so oft gespielt im Hardcore-Mode. Ich weiß schon fast auswendig, wo der ganze Schrott liegt. Das ist echt furchtbar. Das ist echt furchtbar. Okay. Ja, bla 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 bla. Danke für den Schrott. Okay. Oh, a penny. Jetzt fahren wir noch hier rüber und holen uns den Flammenwerfer. Den Flammenwerfer braucht man nämlich. Den Flammenwerfer braucht man nämlich. Ah, warte, warte, ich muss ja auch den Schlüssel mitnehmen. Alter, wir sind fast zu weit gefahren. Es gibt schon Update 66 in Toilet Tower Defense. Ja, das Video dazu kommt auch später. Ich habe schon gespielt. Ich habe schon 3 Videos dazu gemacht. Ich habe die sind nur noch nicht fertig geschnitten. Hier liegt noch Schrott. Let's go. Ja, Freunde, meinen Roblox-Channel müsst ihr auch abonnieren, ne? Weil der Roblox-Channel hat bald auch 100.000 Abos. Ey, wir haben schon so viele Kanäle mit über 100.000 Abos. Das ist so komisch. Ich weiß nur, als ich vor 7 Jahren mit YouTube angefangen habe und ich mir so dachte, cool, irgendwann habe ich mal 1.000 Abos bestimmt. Dann habe ich 1.000 Leute, die meinen Kram gucken. Und ich verlaufe mich auf meinem Zug. Sehr gut. Und jetzt haben wir einfach so viele große Kanäle. Es ist so crazy. Let's go. Wenn da kein Geld mehr durch YouTube kommt, bringe ich deine Häuser ein. Safe. Irgendwie muss ich mir ja meinen Lebensunterhalt verdienen, Brody. Und ich gehe bestimmt keiner ehrlichen Arbeit nach. So, Schrott, Schrott. Was soll denn die bedrohliche Musik? Hey? Junge, warum ist das hier so hell, Alter? So. Hier liegt nämlich auch Schrott. Hier liegt auch Farbe. Und wir kriegen... Oh, oh. Wie sah er denn gerade aus? Wie sah er denn aus? Fabian Raske, danke für 2 Euro. Dankeschön für die Spende. Freunde, nicht vergessen, ne? PS5-Gewinnspiel bei mir im Merch-Shop. Jede Bestellung nimmt am PS5-Gewinnspiel teil. Wenn viele Leute einkaufen, verlosen wir das nächste Mal ganze Gaming-Setup. Kriegt den ganzen PC mit Bildschirm und so. Wenn die Gaming-Firma an den Start geht, sowieso. Machen wir komplettes Setup, könnt ihr gewinnen, demnächst. Aber nur, wenn ihr im Shop kauft, sonst nicht. Okay, warte, wir fahren noch ein Stück. Ich kaufe schon mal ein paar Upgrades. Panzerung und Tempo. Tempo auf 5 ist wichtig. Also Tempo erhöhen ist ultra wichtig. Er war da irgendwo. Scheiße! Nein! Ist er hinter mir? Oh! Oh shit! Nein! Nein, Charles! Ach, Kacke! Ach, nö! Okay, wir müssen neu anfangen. Ey, was sollte das denn? Oh, der Profi. Ja, genau. Das war wirklich Profi-Mode. Oh mein Gott. Wie lange geht das PS5-Gewinnspiel? Bis zum 22.11. Also jede Bestellung... Jede Bestellung, die ihr bis zum 22.11. in meinem Shop macht, nimmt an der PS5-Verlosung teil. Egal, was ihr kauft. Handyhülle, Schlüsselanhänger, Plushie. Und ab dem 17.11. ist ja der Weihnachtsdrop. Auch wenn ihr davon was kauft. Alles, was ihr bis zum 22.11. kauft, jede Bestellung ist ein Los. Also desto mehr Bestellungen ihr macht, desto mehr Lose nehmen quasi an der PS5-Verlosung teil. Und Alexandru, nur wenn du schlechte Erfahrungen mit dem Plushie gemacht hast, ne, so eine Rotzkommentare zu schreiben, kannst du dir sparen, Bro. Wir haben einen Support, an den du dich wenden kannst, wo alles ersetzt wird, wenn was kaputt ist, ne?
wenn irgendwas kaputt geht, was nicht kaputt gehen soll. Aber wenn man zu doof dafür ist, sich an den Support zu wenden, dann so eine Rotze zu schreiben, Dingi, brauchst dich nicht wundern, ne? Viel Spaß mit dem Bann, also ist ja bodenlos. Freunde, wenn ihr irgendwas aus dem Shop kauft und irgendwas geht kaputt, zum Beispiel der Druck auf dem T-Shirt löst sich ab oder so, oder am Plushie geht irgendeine Naht auf, was eigentlich nicht passieren sollte. Das Ding hier schiebe ich die ganze Zeit hier rum, das geht auch nicht kaputt. Wendet euch an den Support im Shop, kriegt ihr Ersatz, ne? Wenn man halt nicht in der Lage ist, dem Support zu schreiben, sondern lieber Hasskommentare schreibt, Digi, dann kriegst du noch einen Bann oben drauf halt, ne? Pech gehabt. Ist vor allem die erste Beschwerde, die ich über das Plushie höre. Ich habe nur, alle haben sich über die Qualität gefreut bis jetzt. Keiner hat was Schlechtes zu sagen gehabt. Und dann kommt wieder so Trottel, kauf den Schrott nicht, das ist sofort kaputt gegangen. Lost. Einfach lost. Blue Beta Gaming, danke für 2 €. Hab fast alles aus deinem Shop. Blue Beta, Kuss geht raus. Ich danke dir für den Support. Danke für 2 €. Dankeschön. Aber dafür haben wir ja extra einen Support im Shop. Wenn irgendwas kaputt geht. Ne? Also es sind schon einige Leute, die neue T-Shirts und so bekommen haben. Neue Sporttaschen, neue Trinkflaschen damals. Wenn da was kaputt geht oder was kaputt ist, wenn die Bestellung bei euch ankommt, einfach dem Support schreiben vom Shop. So, wir starten eine New Round. Zack, zack. Zack, zack. Eugene. X-Pro Games mit 6 €. Kuss geht raus, dankeschön. X-Pro Games, dicker, dicker Kuss für 6 €. Danke, danke, danke. Danke. Killer 200 schreibt, der Shop ist günstiger als manch anderer. Freunde, der Weihnachtsdrop, ne? Im Weihnachtsdrop haben wir einen Hoodie, einen Kalender, einen Poster und eine Autogrammkarte. Für 60 €. Ich will jetzt nichts sagen, aber eine Influencerin, die bestimmt auch einige von euch kennen, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich will keinen Shade droppen, no front. Eine Influencerin, die garantiert auch einige von euch kennen, hat gestern ihren Merch-Shop gelauncht. Da kostet nur ein Hoodie, nur der Hoodie, da ist sonst nichts dabei, 65 €. Also bitte, ne? Ich will nie wieder hören, dass mein Shop teuer ist. Wir haben so gute Preise. Ihr wisst gar nicht, was die Sachen kosten im Einkauf und so. So, erstmal den Zug platt machen. Oder besser gesagt... Okay, tschüss, Eugene. Mach. Eugene, wir sehen uns nächste Woche, Bro. Tut mir sehr leid. Der arme Kerl. Junfer, was wäre, wenn ich Spoiler machen würde? Bann. Einfach Bann. Es wird nicht der Film gespoilert, Freunde. Aber genau, Freunde, wie gesagt, PlayStation 5 Verlosung, tjulfer.shop, jede Bestellung nimmt teil. Das war's jetzt mit Werbung. Jetzt Konzentration auf die Challenge. Bremse. Aber Hauptsache Charles ist eben... Charles. Charles ist eben so früh aufgetaucht. Richtig dumm. Der hätte sich auch einfach ein bisschen Zeit lassen können, der Bruder. Ich finde es irgendwie schade, dass der Entwickler vom Game Charles nicht etwas verändert hat, dass der schlimmer aussieht oder so. Ja, ich glaube, dass... Boah, diese Sounds, ne? Ich glaube, das wäre schon extrem viel Arbeit gewesen. Weil der so ja auch schon echt viel verändert eigentlich. FNAF mit 2,50 €. Der Roblox-Livestream kommt irgendwann jetzt die Woche. Ich kann noch kein genaues Datum nennen, aber ich poste euch vorher auf dem Roblox-Channel eine Ankündigung. Also auf dem Roblox-Kanal mache ich vorher auch eine Ankündigung, bevor der Stream startet. Also ihr seht das einen Tag vorher. Keine Sorge. Kriegt ihr schon mit. Kriegt ihr schon mit. Der Modus ist böse, hab's gestern 3 Stunden versucht, verzweifle immer noch. Ich glaube, man braucht einfach wirklich eine sehr, sehr gute Taktik. Also die beste Taktik ist scheinbar Geschwindigkeit vom Zug erhöhen, Schaden erhöhen, Flammenwerfer benutzen, um Charles ein bisschen auf Abstand zu halten am Anfang. Das soll scheinbar funktionieren. Aber keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit gekommen. So,
So, wir holen uns erstmal die Quest wieder. Phase blablabla. Let's go. Oh, a penny. Warum diese Sounds? Damit es gruseliger ist. Das sind die Grusel-Sounds. Die Grusel-Sounds von Choo-Choo Charles. Die sind neu. So. Erste Quest abgeschlossen. Wir müssen mal schauen, wenn wir das jetzt gleich machen. Eventuell... Ja, nee, ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, wenn Charles uns einmal erwischt, also sieht mit dem Zug, ist der halt hinter uns her. Wir müssen es eigentlich bis zur ersten Mine schaffen. Und wenn wir es bis zur ersten Mine schaffen, sind wir safe. Ab da wird es einfacher. Quasi. Weil von da aus können wir noch ein paar Quests machen und haben dann eigentlich genug Geld, um die Upgrades zu machen, die wir brauchen, damit wir schnell genug sind, um Charles mit dem Flammenwerfer in Schach zu halten. Rein theoretisch, aber ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt viel rumprobieren. Was kommt noch in den Shop? Am 17.11. kommen die ganzen Weihnachtssachen. Der Adventskalender, der Weihnachtshoodie, die Weihnachtsdecke. Ja. Für alle, die von euch auf das Buch warten, das schaffen wir dieses Jahr leider nicht mehr. Das Buch kommt erst nächstes Jahr in den Shop. Ne? Ich will auch, dass das schön und ordentlich fertig ist. Und ich will das jetzt nicht rushen, nur damit es da ist. Ich will ja, dass ihr ein cooles Buch bekommt, wenn es rauskommt. Damit es auch Spaß macht zu lesen. Das wird dieses Jahr leider nichts mehr. Aber dann nächstes Jahr. Ne? Genau. Genau wie die Gaming-Firma mit Mauspads und Gaming-Mäusen und so weiter, Tastaturen, dies, das, die schiebt sich auch auf nächstes Jahr, weil ich das wirklich alles ordentlich machen möchte und nicht irgend so ein Käse. Also da sind noch ein paar Sachen, die ich mich noch kümmern muss, dass das schön und ordentlich ist. Aber ich will ja auch, dass ihr da ordentlich die Sachen bekommt und so. Das soll ja kein Cash-Grab werden. Ihr sollt ja coole Sachen kriegen, ne? So, wir breaken hier mal kurz, holen uns den Schlüssel. Let's go. The monster. We believe. Weißt du schon, wie oft es das Buch geben wird? Das Buch unendlich. Also das Buch hat keine Limitierung. Das Buch könnt ihr dann bei mir im Shop kaufen, auf Amazon. Und wenn wir es richtig hinkriegen, könnt ihr es sogar bei Thalia in der Buchhandlung kaufen. Ne? Eventuell machen wir da irgendwo auch mal dann... Signierstunde oder sowas, wenn ihr Bock habt. Das Buch wird so ein, Das Buch wird so ein, Abenteuer-Dingsbuch. So Abenteuer-Horror-mäßig so ein bisschen. Irgendwie sowas. Denno hat gesagt, ich schaff's nicht vor ihm. Wollen wir jetzt hier ein Wettrennen rausmachen oder was? Ihr könnt bei Denno im Chat schreiben, ich gebe ihm 50 Euro, wenn er es vor mir schafft. Ja, wenn er es vor mir schafft, spende ich ihm 50 Euro live im Stream, okay? Das könnt ihr ihm mal in den Chat hauen. Challenge accepted, okay? Ja, ihr könnt es ruhig bei Denno drüben in den Chat schreiben. Ich bin Profi, ich lass mich hier doch nicht. Ich spende ihm live im Stream 50 Euro, wenn er es vor mir schafft. Könnt ihr kurz bei Denno in den Chat reinhauen? 50 Euro, wenn er es vor mir schafft. Challenge accepted. Das ist doch hier, wir sind doch nicht im Zirkus. Ravioli Catgirl, danke für 2 Euro. Habt ihr heute in meiner Insta-Story erwähnt? Oh, dann muss ich später mal schauen, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich war heute auch noch nicht so viel auf Insta. Ich bin generell in letzter Zeit nicht so viel auf Insta. Ich hatte so viel mit YouTube-Organisation zu tun. Es war ganz furchtbar. Hilfe! Wir haben ein paar neue Leute im Team und alles und neue Kanäle und pipapo. Ich war so wenig auf Insta. Ich habe auch voll wenig gepostet. So, jetzt müssen wir aufpassen. Warte, habe ich jetzt die... Ja, ich habe den Flammenwerfer mitgenommen. Oh mein Gott, Alter. Ich habe schon Psychose hier. Okay. Wir erhöhen Schaden, Tempo und ein bisschen Panzerung und heilen den Zug. Let's go. Bremsen, bremsen. Hier ist die Mine. Stopp, stopp. So.
Dann machst du wieder was mit Denno? Ja, irgendwann, wenn sich mal wieder was ergibt, nehmen wir bestimmt mal wieder was auf. Die Leute denken immer, oder alle denken immer gleich, es gibt böses Blut. Also kein Stress bei mir und Denno. Irgendwann machen wir bestimmt mal wieder was. Hat sich jetzt nur in letzter Zeit nicht ergeben. Aber wir machen ja heute schon mal eine Stream-Challenge. Wir machen heute eine Stream-Challenge. Wenn Denno vor mir fertig ist, kriegt er 50 Euro. Oh, a penny. Ich finde, das ist fair. So, let's go. Denno will der erste deutsche YouTuber werden, der Albtraummodus schafft. Freunde, der Stream hat sich gerade verlängert, okay? Ich wollte eigentlich nicht so lange streamen. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Choo-Choo-Child-Stream machen. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Denno will der erste deutsche YouTuber sein, der Albtraummodus schafft. Ah! Ich habe heute Zeit! Ich muss gleich nur kurz ein Roblox-Video online stellen. Danach können wir weitermachen. Also dafür muss ich auch den Stream nicht ausmachen. Wir müssen nur kurz, ich musste nur kurz da noch den Titel hinschreiben und Thumbnail reinmachen. Freunde, es wäre doch gelacht. Wir haben schon so viele Choo-Choo-Charles-Challenges geschafft. Oh, Mist. So, wait. Easy. Zack. Let's go. Der Nummer hat angenommen. Challenge accepted. Let's go. Auf geht's. Die Challenge steht. Nice. Okay, jetzt müssen wir uns Mühe geben. Jetzt Gamer-Mode, Freunde. Jetzt Gamer-Mode, okay? Gaming-Mode. Jetzt ist Gaming-Mode, okay? Jetzt ist nicht mehr witzig, haha, hihi, Merch-Werbung. Konzentration, alright? Concentration jetzt. Jetzt ist Gaming Mode on. Let's go. Update für Toilet Tower Defense. Ja, das Video habe ich auch schon gemacht. Das ist auch das Video, das ist auch das Video, was ich gleich noch kurz online stellen muss. Das machen wir gleich zwischendurch. Also dafür muss ich nur kurz Thumbnail einstellen, Titel schreiben. Also gar kein Problem. Alles easy. Das geht schnell. Dafür müssen wir dann nur kurz die Challenge unterbrechen, aber das ist kein Problem. Denno hat die Challenge angenommen. Yes, ich weiß. I know. Keine Sorge. Wir kriegen das hin. Warte, wie viel Schrott haben wir jetzt? 15. Okay, warte. Ich denke, am besten ist es, wenn wir die Quests hier mitmachen. Das hier oben ist die Quest mit der Pickle Lady. Und das hier ist die Quest beim Sumpf. Wir schauen jetzt gleich, dass wir bis hier oben zu der Kreuzung fahren. Am besten ohne zu sterben. Und dann müssen wir rückwärts hier runterfahren. Ja, okay. Bisschen tricky gleich, aber alles machbar. So, wo ist mein Zug? Da. Nee, ist gar nicht mein Zug. Da ist mein Zug. Ey, es ist so dunkel, ne? Ist brutal. Okay. Wir erhöhen nochmal Tempo. Tempo ist ganz wichtig. Und jetzt fahren wir bis zur nächsten Kreuzung. Auf entspannt. Machen schon mal das Ding dran. Den Flammenwerfer. Den brauchen wir nämlich auch. Ich schaff das safe früher. Ja, muss ich mal gucken. Denno ist ja auch gut in dem Game. Und er streamt das ja schon seit 2 Tagen jetzt. Der hat schon ein bisschen, ich sag mal, einen Skill-Vorteil gerade. Weil ich im Nightmare-Mode noch nicht so viel gespielt habe wie... Ja. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Ah, meine Speed-Taktik geht auf, Freunde! Yes! Ich kann ihn aufhalten mit Speed und Flammenwerfer. Let's go!
Ah, perfekt, Mann. Das ist die Taktik. Speed hochmachen, Flammenwerfer besorgen. Oh, Baby. Ey, hör mal auf, mich anzugreifen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, er killt mich trotzdem. Shit, Alter. Ah, Mist. Alter, wie viel hält er aus? Aber das ist trotzdem die Taktik. Das ist die Taktik, Freunde. Das ist die Taktik, die müssen wir so machen. X-Pro-Gamer mit 2,50 Euro, Lieblings-YouTuber, braucht diesen Kalender und Buch. Buch kommt ja erst nächstes Jahr. Buch kommt ja erst nächstes Jahr. X-Pro-Gamer, danke für 2,50 Euro. Kuss geht raus. So. Wie, Denno hat doch nicht verloren. Es geht darum, wer als erstes den Albtraummodus schafft. Nicht wer als erstes stirbt. Wer als erstes den Albtraummodus schafft, gewinnt die Challenge. Nicht wer als erstes stirbt. Geht darum, wer als erstes den Albtraummodus schafft. Yes, sir. They call him Charles. Aber die Taktik mit Speed und Flammenwerfer, das ist definitiv die richtige Taktik. Wir haben definitiv die richtige Taktik so. Let's go. Wenn der Zug zu wenig Leben hat, ist der Zug langsamer. Stimmt. Stimmt. Okay. Aber wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Ich war mir nicht sicher, ob das klappt mit Speed-Dings und so. Aber das funktioniert. Sehr, sehr, very good. Ich habe schon jedes Video auf dem XXL-Kanal gesehen. Sehr cool. Freut mich auch, dass der XXL-Channel so gut bei euch ankommt. Also richtig nice. Der Channel hat ja auch schon fast 5000 Abos jetzt. Vielleicht kriegen wir den XXL-Channel auch noch auf 10k dieses Jahr. Da würde ich mich freuen. Aber schaffen wir bestimmt. Aber erstmal Choo-Choo Charles Challenge. Erstmal Choo-Choo Charles aufessen. Oh, a pen. Denno ist dead und er hatte so einen guten Run. Alle Eier außer das rote. Und 100 Schrott. Wieso hat er den Schrott nicht ausgegeben? Oder hat er schon alle Upgrades? Den Schrott muss man ja auch ausgeben. Okay, we go again. Let's go, Mario. Alter, er hat mich gerade erschreckt. Denno ist aufgegangen. Denno beendet Stream. Ah. Da muss ich mir ja heute nicht ganz so viel Mühe geben. Dann kann ich ja zur Not morgen nochmal live gehen. Und dann spielt er die ganze Nacht und lädt morgen ein Video hoch, wie er es geschafft hat. Ich sehe es schon kommen. Aber wir geben uns trotzdem Mühe. Wir machen jetzt noch ein paar Versuche. Achso, mit 10 Monaten. Dankeschön. Kuss geht raus. Danke für 10 Monate Support. Danke, danke. Denno macht erstmal aus. Ja, aber die Challenge bleibt ja. Wer den Modus zuerst hat, kriegt vom anderen einen Fuffi. Finde ich auch wichtig und richtig. Aber Denno hat es eben fast. Er hat nur noch ein Ei gefehlt. Wo? Ach, da ist ein Zaun. Das schaffen wir easy. FNAF-Film gucke ich morgen oder übermorgen. Du kannst doch mit dem Flammenwerfer die Schienen anzünden und Charles dadurch verlangsamen. Nein, nein. Wir können nur Charles selber anzünden, dann wird er langsamer. Der Toilet Tower Defense Stream kommt jetzt irgendwann die Woche. Ich habe aber noch keinen genauen Tag. Ich habe noch keinen genauen Tag dafür. Vielleicht Dienstag, vielleicht Mittwoch. Mal sehen. Wir werden denn sehen. So, warte. Eben war hier eine Kiste, ne? Jetzt ist keine hier. Okay, schade. Michaela schreibt, guck nicht, der ist schlecht, hat jeder gesagt, Junge.
So unqualifizierte Kommentare. Deswegen hat der Film eine 90% Rating online oder was? Während die Kritiker 20% gegeben haben oder wie oder was? Michaela. Macht ja gar keinen Sinn. Project Playtime kommt demnächst auch ins Stream, ja. Weil da gab es ja auch ein Update. Und das Problem ist, der Typ, der meine Videos schneidet, der ist aktuell im Urlaub. Das heißt, wir haben alle Videos vorproduziert. Das heißt, ich kann kein Project Playtime Video machen, also machen wir einen Stream. Jetzt irgendwann die Tage machen wir einen Stream. Also auch irgendwann jetzt in der Woche, weil Project Playtime hat ja auch Kapitel 3 jetzt. Da müssen wir auch rein. Evil Spring Bonnie mit 3 Monaten. Kuss geht raus. Danke für 3 Monate Support. Kuss, Kuss. Kannst du einen Livestream im Kino machen? Klar, klar, klar. Ah, Junge, Michaela, jetzt reicht's aber. Bann. Also ich habe nur gehört, dass der Film sehr, sehr gut sein soll. Ich verstehe sowieso nicht, wenn Leute sagen, guck das nicht. Alle sagen, der ist voll schlecht. Muss man sich doch selbst ein Bild von machen. Kannst du den FNAF-Film streamen? Nein, kann ich nicht. Junge, man kann doch keinen offiziellen Kinofilm einfach random auf YouTube streamen. Wie Lost. Achso, ich muss erst die Quest annehmen. Vorher kann ich die Kiste ja nicht öffnen. So. Manu, seit 15 Monaten Mitgliedsstatus. Dankeschön, Manu. Kuss geht raus, ich danke dir. Ja, ich will was. Wirst du den zweiten Teil von Bondi's Barnyard spielen? Ist der schon draußen? Weil, Case Animatronics hat ja auch ein neues Kapitel, ne? Das müssen wir auch streamen. Also, oh. Wir haben Bondi's Barnyard. Case Animatronics hat ein neues Kapitel. Und Project Playtime Phase 3. Klick, 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 klick. So. Junge, spontan verlernt, wie man Kisten knackt. Einfach 7-mal daneben geklickt. Was war das denn, Alter? Komplett lost. So, bisschen Schrott. Bisschen Schrott, danke. Dankeschön. Denno hat den Stream beendet. Ja, der ist auch schon seit 3 Tagen im Hardcore-Modus dran. Wäre das mein 3. Stream und ich würde beim 3. Ei verrecken, hätte ich auch keinen Bock mehr. Also irgendwer fragt die ganze Zeit im Chat, Tülfer, wo willst du den Film schauen? Ja, im Kino. Soll ich dir jetzt eine Adresse geben oder was? Willst du eine Adresse von dem Kino, wo ich hingehe? Soll ich dir einen Standort schicken auf Google Maps oder so? Oder wie soll ich dir deine Frage beantworten? Das war ja gar keinen Sinn. Kann ich dir auch gleich Adresse von mir zu Hause geben? Ich habe hier eine Leinwand. Können wir alle auf der Leinwand gucken? Oh, nein, falsch. Doch, richtig. Richtiger Hebel. Bonnie's Barnyard 2 ist noch nicht draußen, kommt aber bald. Ja, okay. Ja, werden wir safe spielen. Safe. Das werden wir definitiv spielen. Hab Shop gekauft, paar Sachen. Sehr gute Wahl. Freunde, wenn ihr eine PlayStation 5 gewinnen wollt, kauft was in meinem Shop. Jede Bestellung ist ein Los für das PlayStation 5 Gewinnspiel. Tjulfa.shop eingeben oder Link in der Beschreibung klicken. Und was einkaufen für eine Chance auf eine PS5. So. Ich dachte, du schaust den Film zu Hause. Wie soll das denn funktionieren? Wann gibst du die Units in Toilet Tower Defense? Jetzt demnächst. Also diese Woche jetzt irgendwann. Den Stream am 22. konnte ich nicht machen. Da ging es mir nicht gut und danach hatte ich keine Zeit mehr. Deswegen kommt dann jetzt demnächst irgendwann. Aber die Einheiten sind ja noch da. Die verschwinden ja nicht. Also keine Sorge. So, Zug reparieren. Bisschen Panzerung, bisschen Schaden, noch mehr Speed. Wir machen schon mal direkt Speed Level 6.
Weil Level 6 haben wir ja eben gesehen, funktioniert schon recht gut. So, und jetzt fahren wir rüber zur Mine. Wir rüsten schon mal den Flaming-Werfer aus. Junge, diese Geräusche, ne? So. Hier liegt doch noch mehr Schrott, oder? Da, ja. Und rein in die Mine. Hat irgendwer von euch schon mal von dem Game Don't Scream gehört? Yes. Kommt bei mir auf dem XXL-Channel am 5.11. Also in einer Woche circa. Auf TuneFX XXL. Wer noch nicht abonniert hat, TuneFX XXL bei YouTube eingeben, TuneFX XXL abonnieren. Ist mein neuer Channel, da sind schon ganz viele Videos online. Ganz viele lange Horrorvideos. Deswegen heißt der XXL. Weil die Videos sind XXL. XXL lang und XXL gruselig. So, zack. Und zack, zack. Zapp. Der Schlossknacker. Ich weiß gar nicht, warum ich das knacke, aber ich will die Farbe einfach haben. Eigentlich voll unnötig, das zu machen. Aber ich tue es. Oh, Alter, übel Schluck auf. So. Jetzt erstmal hier hin. Ah, ist schon hier ums Eck, okay. Boah, muss aufpassen, dass er mich nicht sieht. Die Kultisten machen nämlich auch mehr Schaden. Kultisten machen dreimal so viel Schaden, glaube ich, wie vorher. Also wenn die uns jetzt sehen und uns mit der Schrot ordentlich einen reinlöten, haben wir ein Problem. Ja, haben wir definitiv ein Problem. Und ich habe gar keinen Bock auf Stress. So, wir haben jetzt schon Speed 6 in der Bahn. Speed 6 und den Flaming Werfer. Flamethrower. Die Flamme, die Flammenwerfer. Alle abonnieren für die 300k. Ja, das kriegen wir schon hin. Ey, wir haben schon... Freunde, wenn es gut läuft und der Roblox-Channel auch noch 100k knackt dieses Jahr, was er, denke ich, schaffen sollte, dann haben wir auch schon insgesamt 4 Kanäle auf über 100k. Das ist dann schon crazy. Und dann der hier noch auf 300k, das ist schon sehr, sehr wild. Leute, kurz für den Support, wie immer. So. Okay. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt taktisch? Fahren wir und riskieren wieder, dass Charles zu uns kommt? Oder, weil ich muss eigentlich bis zu der Kreuzung hier und dann rückwärts. Damit wir die Quest hier machen können und die Quest hier. Laufen ist zu schwierig, weil wenn er uns nur einmal sieht, sind wir direkt tot. Also laufen macht keinen Sinn. Aber die Bahn, mit der Bahn fahren ist halt auch turbo gefährlich, weil wir noch nicht so stark sind. Und die ja noch nicht auf Maximallevel ist, noch lange nicht. So, wir hätten jetzt 11 Schrott, könnten jetzt nochmal Schaden erhöhen. Wir fahren erstmal, okay? Wir fahren erstmal und schauen. Vielleicht kommen wir ja bis zur Kreuzung, ohne dass Charles uns sieht und erwischt. Ne? Wir machen mal ganz vorsichtig. Wir machen ganz vorsichtig. Wir dürfen nur die Kreuzung nicht verpassen. Und dann können wir da erstmal die Quests machen. Da sind wir auch erstmal in Sicherheit. Da sind nämlich Häuser. Deswegen will ich da erstmal hin. Und wir können noch ganz viel Schrott sammeln, den wir brauchen werden. Weil der Zug muss extrem verbessert werden, damit das funktioniert. Wo kommt die Kreuzung? Und wir sind gleich da. Okay, okay, okay. So, bei der Kreuzung gleich sofort bremsen. Fahr rückwärts, fahr rückwärts! Ich kann mich noch nicht mit ihm anlegen. Da vorne ist er, da vorne ist er. Ich habe seine Laterne gesehen. Fahr, fahr, fahr! Oh, er kommt! Fahr! Wir fahren außen rum.
Ich fahr so rum und fahr von da aus rein. Ist mir egal. Kommt der? Ich hab seine Laterne gesehen. Ja, da hinten ist er immer noch. Da hinten ist seine Laterne. Der ist auf der Strecke. Fahr, Junge, fahr. Was kostet Speed? 16 Schrott habe ich nicht. Noch ein bisschen mehr Speed wäre gut. Alter. Wir fahren jetzt ganz hier außen rum, alright? Nach hier oben. Wir müssen die Quest machen und die Quest machen. Das ist ganz wichtig. Für den Schrott. Ganz, ganz wichtig. Geh in die Mine. Ja, was bringt ja... Ja, okay, hätte ich machen können eigentlich, ja. Nee, wir fahren jetzt erstmal so zurück. Wir fahren jetzt erstmal so zurück und hoffen, dass das klappt. Charles ist so abgrundtief anhängig. Charles ist richtig abgrundtief hässlich auch. Abgrundtief hässlich. Ich weiß, dass ich auf der Karte markieren kann, aber das bringt mir jetzt ja nichts. Ich weiß ja so, wo die Sachen sind. Wir werden hier jetzt gleich bis zur Weiche zurückfahren. Alter, diese Sounds, ne? Junge, ich kack mir einen noch. Leute, ich habe den FNAF-Film noch nicht gesehen. Ich schaue den erst morgen. Den FNAF-Film sehe ich erst morgen. Bleib stehen! Bleib stehen! So. Er kommt. Er kommt. Da ist er! Fahr! Alter, ist das bodenlos. Nein! Geh weg, Charles! Ich habe heute keine Zeit für dich, mein Bester. Oh nein, überhitzt, überhitzt! Junge, wie viel Leben muss ich dem abziehen? Oh. Oh. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Okay, wir fahren weiter. Wir machen die Quest hier oben. Alter, wir haben ihn abgehangen, aber wir schaffen's. Wir haben es geschafft, ihn abzuhängen. Wir sind stark genug. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mit der richtigen Taktik können wir ihn abhängen. Okay, das ist so viel wert. Let's go. Alter. Nice. Wir können es schaffen jetzt. So, stopp. Genau, wir stellen den Zug erstmal hier unten rein. Wir chillen erstmal kurz. Let's go. Wir haben ihn abgehangen. Nice. So, mach hier mal auf. Hier gibt es doch auch eine Quest, oder? Ja, hi. Welcome to Araniram. Welcome. Our kindest museum person. Welcome. My apologies. I'm not the best. Ja, ja, bla 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 bla. Ja. Mach ich, kein Problem. Ich hol dir die Kiste. Whatever. So, gib immer noch den Schrott hier. Nice. Ist das Blut da unten? Da geht's aber irgendwem gar nicht gut. So. Da müssen wir diese Kiste holen für den Typen. Das gibt auch gut Erfahrung. Schrott meine ich, nicht Erfahrung. Das werden wir dann jetzt nämlich auch erstmal machen. Alter, wir können aber... Leute, wir können Charles abhängen.
Wisst ihr, wie viel wert das ist? Dass wir jetzt in der Lage sind, ihn wirklich abzuwehren im Hardcore-Mode? Das heißt, wir können jetzt... Also, wir können nicht machen, was wir wollen. Es ist immer noch gefährlich, aber... Wir kommen... viel besser voran dann jetzt. Let's go. Einfach der Profi. Einfach der Profi. Okay, jetzt markiere ich mir das aber mal hier. So. Und das sind jetzt 200 Meter, die wir laufen müssen. Wo wir aufpassen müssen, dass Charles uns nicht kriegt. Rein in die Schlucht. Schön vorsichtig. So, da läuft so ein Wächter rum, ne? Oh, er hat mich gesehen! Okay, okay, ich muss weg! Ich habe ihn gar nicht gesehen, wo war der? Alter, ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, schnell zurück zum Zug. Ist er hinter mir? Ja! Die machen dreimal so viel Schaden wie sonst. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, angeschossen zu werden. Fahr! Muss leider gehen. Ich laufe jetzt von hier hin. Ich muss ja nur das Ding holen. Ist das eine Brücke da oben? Lol. Habe ich noch nie gesehen. Und zurück zum Zug. Zurück zum Zug und dann fahren wir rückwärts. Und bringen ihm die Kiste. Bringen ihm die Kiste. Seit wann gibt es das Update? Seit dem 27. Oder seit dem 26. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Wo ist der Zug da? Oh, ich bin perfekt gerade ausgelaufen. Guck mal, der Profi. Okay, rein in den Zug, rein in den Zug. Und zurückfahren. Let's go. Okay, und dann fahren wir jetzt gleich trotzdem hier rückwärts. Weil wir haben hier die Quest bei der Gurkenlady und hier unten die Quest, die wir trotzdem machen müssen. Die müssen wir trotzdem machen. Für den Schrott, den brauchen wir. So, erstmal Theodore sein Kram bringen. Let's go. Ah, nice. Ah, wir kommen gut voran, wir kommen gut voran. So, hey Theodore. Ja, gib mir den Schrott. Wie viel Schrott? Boah, wir haben 44 Schrott, Bro. Let's go. Alter. So, reparieren. Tempo Level 7. Schaden nochmal hoch. Und Panzerung auch Level 5. Okay, wir haben jetzt nichts zum Heilen. Das ist nicht so gut. Da müssen wir halt aufpassen gleich. Warte, doch, 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 doch. Hier liegt noch Schrott zum Heilen. Okay, wir dürfen einfach nur keinen Schaden nehmen. Aber wir fahren jetzt ja eh nur zurück bis hier unten. Das sollten wir schaffen. Junge, let's go, Mann. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich schwöre, wir kriegen das hin. Ich weiß, was ich tue, okay? Ich weiß exactly what I'm doing. So, als weiter rückwärts. Jetzt kommt hier gleich die andere Abzweigung, ne? Boah, es ist so dunkel, ne? So, andere Abzweigung, genau. Hä? Wieso fährt er hier längs? Was? Er müsste doch... Nein. Okay, warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Eigentlich nimmt er doch dann die linke Bahn, oder bin ich blöd? Bin ich blöd? Nee, macht er nicht. Okay, wir stoppen, wir stoppen, wir stoppen. Wie weit ist das zu laufen? 170 Meter.
Wir laufen das Stück. Keine Sorge, das ist ein Safe Spot. Wenn wir da sind, sind wir in Sicherheit. Wir müssen es nur bis hin schaffen. Das ist das Haus von der Gurkenlady. Von der Crazy Pickle Lady. Okay, wir schaffen es. Sehr gut. Sehr gut. Bisschen laufen ist okay. Das ist gut für die Beine, ist gut für die Kondition. Wichtig und richtig. So. I need my pickles! So, für die müssen wir jetzt ein Glas Gurken suchen. Das ist die Crazy Pickle Lady, die mag Gurken. Die Tür ist zu, ne? Ja, okay. Noch ein bisschen Schrott hier. Und ihre Gurken sind hier oben. Da ist eine Höhle. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Das sind nochmal 200 Meter zu Fuß. Aber kein Charles in der Nähe. Also laufen wir einfach los. Einfach losrennen und fürs Beste hoffen. Das Einzige, was wir machen können. Eike, hör mal auf, als den XXL-Channel reinzuspammen. What the fuck? Ich rede doch gar nicht über den XXL-Kanal. Die Leute wissen gar nicht, was sie mit dem Link machen sollen. Dann schreibt doch wenigstens dabei. Der neue XXL-Kanal, anstatt einfach nur den Link reinzuhauen. Junge, Junge, Junge. Leute, falls ihr den XXL-Kanal nicht findet, ist ja nicht so, dass wir eben schon genug drüber gesprochen haben, hat Eike euch freundlicherweise nochmal den Link dahin gefetzt. Ohne was dazu zu sagen. Smart. Aber wir haben das Gurkenglas, sehr gut. Und noch ein bisschen Schrott. Perfekt. Gurken sind wichtig, wenn ein Horrorzug unterwegs ist. Ist wirklich so. For real, for real. Okay. Okay, wenn du schon links ohne Kontext reinhaust, dann schreib wenigstens kurz was dazu, dass die Leute wissen, was abgeht. Zum Beispiel abonniert Tjulfas neuen Kanal. Tjulfa XXL. Random Links-Spam ist ein bisschen stupid. So. Jetzt müssen wir den gleichen Weg zurücklaufen. Ich habe Charles jetzt schon ewig nicht mehr gehört und nicht gesehen. Das ist entweder richtig gut, oder er kommt gleich genau dann, wenn wir irgendwo Open Field sind. Und dann wird's richtig schlecht. Okay. We go for it. Wann spielst du in den Backrooms oder weißt du es noch nicht? Wie, wann spiele ich in den Backrooms? Es gibt 100 Backrooms-Games. Welches meinst du? Ich habe neulich eins gespielt auf dem XXL-Channel. Schrott. Und wir haben es easy zurückgeschafft. Wo ist Charles? Wo zur Hölle ist Charles? Das kann doch nicht sein. Eigentlich müssen wir die Quest hier halt auch noch machen. Aber da komme ich jetzt nicht hin mit dem Zug. Wir gehen erstmal zurück zum Zug, fahren nach hier oben und machen die Quest hier unten, okay? Wie viel Schrott haben wir? 38, Alter. Wir haben bald Zug auf Maximum. Okay, ab geht's hier runter. Ab geht's hier runter. Zurück, back to the train. Back to the Zug hin. Soll ich den FNAF-Film spoilern? Ja, schreibt mal Spoiler rein. Jeder, der einen Spoiler schreibt, wird sofort gebannt. Aber sofort. Okay, wir fahren ein Stück. Und wir erhöhen nochmal Schaden und Panzerung. Den Rest sparen wir uns zum Reparieren. So, jetzt kommt hier erstmal der Abzweig. Wir schalten die Abzweigung um. Alter, ich dachte gerade, das Licht da unten ist Charles. Was zur Hölle? Was ist das für ein helles Licht? Holy shit. Alter, was leuchtet das so hell? Junge, was ist denn hier kaputt? Was ist denn das für ein Bug? Wow! Ich sehe nichts!
Okay, ich gehe hier rein. Charles kommt. Er darf mich nicht sehen. Der killt mich. Kommt er hier an mich ran? Ich denke nicht, oder? Alter, was ist das für ein Licht, Mann? Oh, wir müssen jetzt hier warten, bis er abhaut. Alter, ist ja übel der Bug mit dem Licht. Ich sehe gar nicht, was hier abgeht. Alter, ist das Kacke, Mann. Er macht meinem Zug Schaden, die dumme Sau. Aber ich glaube, er geht. Junge, er macht einfach random meinem Zug Schaden. Okay, wir müssen hier runter die eine Quest annehmen. Junge, ist das Kacke mit dem Licht hier. Was zur Hölle ist das denn? Junge, hier ist alles voll mit so Lichtbugs. The hell? Junge, man sieht gar nichts, wenn man da reinläuft. Das ist ja übel. Was ist das hier? Ach, das kann man nicht aufsammeln. Warte, kann man in das Gebäude hier rein? Gibt's hier eine Tür? Ja. Okay. Okay, erstmal kurz in Sicherheit, bitte. Erstmal kurz in Sicherheit gehen. Dann reden wir kurz mit dem Typen hier. Ja, ja, bla bla bla. Was muss ich für den machen? Soll er sein Tagebuch holen? Wo war das nochmal? Ah, ganz hier oben. Um Himmels Willen. Charles! Reiß dich zusammen. Okay, wir müssen aber erstmal hier oben in die Ecke fahren. Wir brauchen nämlich auch den Raketenwerfer für später. Vielleicht kurz raus und wieder rein. Ich weiß nicht, ob man im Albtraummodus überhaupt speichern kann. Leider. Einen Moment kurz. So. Warum hast du eigentlich aufgehört, Barnstars zu spielen? Wie, Barnstars? Achso, das war dieses eine Roblox-Game, ne? Jo, keine Ahnung, hab halt aufgehört. wie mache ich nochmal den Wegpunkt weg? Wie kann ich nochmal den Wegpunkt löschen? Ach, egal, dann ist er halt da. Junge, ist denn jetzt alles hier oben? Oh! Charles! Hi! Gut, dass wir jetzt im Haus sind. Ey, Denno hat's geschafft. Ich dachte, Denno ist off. Huggy King, warum lügst du? Ich dachte, Denno hat seinen Stream ausgemacht. Habt ihr mich veräppelt? Streamt er weiter? Nee, hat er nicht. Hat er nicht weiter gestreamt. Yasin, danke für 2 Euro. Kuss geht raus. Danke, danke, danke. Okay, wir müssen zurück zu unserem Zug hoch. Oh, ey. Ich wollte ja eigentlich noch Sachen looten, aber es bringt einfach gar nichts mit diesem Licht. Man sieht halt nichts. Okay, wir fahren erstmal weiter, ja? Alter, der hat unserem Zug noch mehr Schaden gemacht. Ist das neu im Albtraum-Mode? Dass er dem Zug Schaden macht? Auch wenn wir nicht da sind? Das macht er doch sonst nicht, oder? So, fahren wir weiter hier. Junge, muss ich den ganzen Schrott investieren, um die Karre zu reparieren?
Wir fahren erst rechts rum. Ja, wir fahren erst rechts rum. Erst hier oben Quest und nächsten Schlüssel holen. Das machen wir jetzt als nächstes. Ich höre ihn, ich höre ihn. Na komm, fahr weiter. Bis hoch. Zur Quest. Dann gehen wir einfach schnell in ein Haus rein. Come on. Da sind die Gebäude schon. Yes, 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 yes. Stopp! Okay. Und erstmal wieder in Sicherheit. Let's go. Sehr gut. So. Reden wir kurz mit ihm für die Raketenwerfer-Quest. Sammeln den ganzen Schrott ein. Und dann müssen wir noch drüben in das Gebäude. Oder auch nicht. Oh. Na? Na komm doch. Ey, lass den Zug in Ruhe. Habt ihr das gesehen? So ein dreckiger Dan. Fass den Zug nicht an, du alter Schmarotzer. Ich glaube wohl, es hackt. Junge. Immer der Zug, der Zug. Ich muss in den Turm. Okay, just go for it. Holy shit, Mann. Alter! Hi! Achso, der redet jetzt nicht mit mir. Junge! Er hat mich fast eingekackt gerade, ne? For real, for real. Danke für den Schlüssel, Bro. Vor allem die Mine ist hier oben. Wir müssen bis da oben hinfahren. Sowas Verblödetes. Ist er schon wieder hier? Wenigstens greift er meinen Zug gerade nicht an. Wir gehen noch hier rüber, die Quest holen wir uns auch noch. Wir bleiben jetzt mal kurz hier stehen, wir lassen ihm mal kurz ein bisschen Zeit, okay? Wir lassen Charles mal kurz ein bisschen, ne? Lass den mal, wie sagt man, akklimatisieren und entspannen oder so. In der Zeit stelle ich mal gerade kurz für euch ein Roblox-Video online. Da muss nämlich noch eins online für heute. Was ich noch nicht online gemacht habe. So. Dafür, warte, muss ich erstmal kurz schauen, welches Video kommt denn heute eigentlich für euch? Wir haben heute für euch das. Okay. So, wir machen gleich weiter mit dem Game, keine Sorge. Ich lasse Charles nur mal gerade erstmal ein bisschen runterkühlen, dass der erstmal, aufhört die ganze Zeit hier rumzurennen und rumzunerven. Warum werden so viele gebannt? Weil die Leute sich nicht zusammenreißen und einfach trotzdem Spoiler über den FNAF-Film schreiben. Das geht ja nicht, Freunde. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Ne? Spoiler für FNAF-Film sind verboten. So. Erstmal jetzt für euch das hübsche Video online stellen. Warum hast du mit Doors aufgehört? Ich habe doch nicht mit Doors aufgehört. Es gab einfach nur nichts mehr zu tun in Doors. Leute, nur weil kein Content mehr zu einem Game kommt, heißt das ja nicht, dass man aufhört. Aber manchmal gibt es einfach nichts mehr zu tun. Was will man in Doors noch machen? Wir haben alle Achievements, wir haben alle Level. So. Neues Toilet Tower Defense Video online für euch. Könnt ihr euch reinziehen auf Roblox nach dem Stream oder jetzt zwischendurch, wie ihr wollt. Habt ihr wieder was zu gucken oder so. So. Und jetzt gehen wir, warte. Ah, ja.
Jetzt. Er ist immer noch hier? Da unten ist er. Ich sehe sein Licht. Mann, ich muss nach dahin. Er kommt schon wieder. Das gibt es doch nicht. Spielst du Rocket League? Nein, nicht mehr. Ich habe früher mal Rocket League gespielt, jetzt nicht mehr. Hattest du und Denno mich streiten? Ja, wir hassen uns. Wir hassen uns und auf dem nächsten Box-Event werden wir uns gegenseitig schlagen. Nein, wir hatten keinen Streit. Junge, was ist los mit euch? Ey, das kann doch nicht sein. Alter! Junge! Alter! Es sind nur 175 Meter darüber. Ich frage schon wieder jemand, stimmt es, dass der FNAF-Film so schlecht sein soll? Leute, habt ihr euch die Statistiken zu dem Film mal angeguckt? Der FNAF-Film hat das beste Videogame-Filmadaption-Kino-Eröffnungswochenende des ganzen Jahres. Wenn der Film so weiter performt, hat er sogar das beste Horrorfilm-Eröffnungswochenende des ganzen Jahres und vielleicht sogar of all time. Der Film ist krank am Performen und muss gut sein, sonst würde es nicht so funktionieren, okay? Einfach mal gucken, was im Internet so geschrieben wird und sich nicht auf die Meinung von irgendwelchen Leuten verlassen, alright? Und ganz wichtig, sich seine eigene Meinung bilden und nicht nachplappern, was andere sagen. Stimmt dies, stimmt das, der hat das gesagt, so und so. Das führt nie zu was. Da kommt immer nur Mist bei raus. Recherchiert selber eure Meinung. Und plappert nicht das nach, was andere euch vorkauen. Das funktioniert nie. Es wird immer schlecht. So, aber wir haben es hier rüber geschafft. Sehr gut. Hallo. Hallo, ich bin hier für die neue, Oh, hier geht's gar nicht gut. So, jetzt müssen wir hier nur irgendwie die Sicherung anmachen, ne? Was muss man hier nochmal machen? Wie funktioniert das hier nochmal? Muss man dafür noch irgendwas einsammeln? Oh ja, muss ich. Finde und tausche die Sicherung aus. Okay. Gut, warte, ich markiere mir das mal. Es ist ja nicht so weit, ne? 60 Meter nur. Aber Charles ist auch da. Lalis mit 20 Euro, ist ja nur schon eine ganze Weile her, darum hier der Halloween-Geschenk, kauft ja immer Süßigkeiten. Lalis, dankeschön. Kuss geht raus. Lalis, danke für den Support. Danke, danke, danke. Danke, da tanzt ja gleich wieder die Kuh hier, let's go. Gleich tanzt die Kuh wieder rein hier. Let's go. So. Sorry, bitte niemanden hier beleidigen, ich gehöre zu deiner Familie. Wer hat denn wen beleidigt? Sieht man Charles noch auf der Karte? Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. So, schnell hier runter, zack. Her mit den ganzen Sicherungen, perfekt. Und zurück. Und zurück, und zurück. Justin, danke für 13 Monate. Kuss geht raus. Und da kommt die Kuh, Freunde.
dough, money talks. Here comes the money. Oh, oh. Let's go! Es ist ja nun schon eine ganze Weile her, darum hier dein Halloween-Geschenk. Kauf dir ein paar Süßigkeiten. Der NGO, Bonbon, Lutscher, Soft Eis. Lalis, danke für 20 Euro. Kuss geht raus für den Support. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dann kauft euch noch drei. Danke. Okay. Zurück zum Zug. Wir. Oh, der Leuchtturm läuft jetzt. Der Leuchtturm leuchtet. Leucht, leucht. Cool. Wir haben sehr viel Schrott. Wir müssen jetzt es nur zurück zum Zug schaffen, ohne zu sterben. Dann können wir viele neue Updates kaufen. Und können die Quest für den Raketenwerfer jetzt gleich machen. Auch das wird wieder viel bringen. Schön vorsichtig. Schrott. Ich hab's glänzen sehen. Wenn ich's irgendwo glänzen sehe, dann geht's durch mit mir, Freunde. Okay. Jetzt schnell rein in den Zug. Kurz. Nur mal kurz schauen. Reparieren. Und wir kaufen nochmal Schaden und Tempo. Junge, wir sind schon Tempo Level 8. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin extra schnell. Macht mal Hashtag Ehrenlalist in den Chat. Ehrenlalist in den Chat bitte für die 20 Euro Spende. Lalist, nochmal Kuss geht raus. Dankeschön. Und weil viele wegen Don't Scream fragen, abonniert auf jeden Fall. Ich mache jetzt einmal nochmal kurz hier Werbung in eigener Sache, Freunde. Für meinen Zweit-Channel oder Dritt. Mein wievielter Channel ist das? Keine Ahnung, mein wievielter Channel, das ist alright. Ich habe zu viele YouTube-Kanäle. Aber ich mache auch sehr, sehr gerne Videos, von daher ist das okay. Hey Freunde, damit herzlich willkommen. Ja, Schnauze. Freunde, hier, meinen neuen Tjulfa XXL-Kanal. Ihr müsst einfach nur Tjulfa XXL eingeben und dann den Channel hier abonnieren. Ich hau euch auch mal kurz den Link in den Chat. Ihr könnt mal alle hier abonnieren, wer sich für Horrorvideos interessiert, ne? Tjulfa XXL, gerne abonnieren. Hier kommen ganz, ganz viele Horrorvideos. Hier wird nämlich auch Don't Scream kommen. Und hier ist auch das neue Fears to Fathom schon online. Und auch ganz viele andere Horrorgames. Hier auch Parasocial, Backrooms Games, Welcome to Kowloon finden viele cool. Ne, deswegen, Tjulfa XXL abonnieren. Hier kommen fast jeden Tag neue Videos. Und guck mal, wir sind schon fast bei 5000 Abos. Die könnt ihr ja eigentlich gerade mal voll machen, oder? Schafft ihr das? Ich meine, das sind 200 irgendwas Abonnenten. Wie viele Leute sind wir gerade? Solltet ihr hinkriegen, oder? Einfach mal kurz da reingehen, rein abonnieren und dann passt das. Da kommt nämlich dann auch Don't Scream für die, die es sehen wollen. So. Und wir versuchen jetzt mal. Erstmal versuchen wir nicht von Charles getötet zu werden. Und dann versuchen wir. Versuchen wir hier rüber zum Bunker zu kommen. Wie weit ist das zu laufen? 200 Meter. Am besten laufen wir das, oder? Wann machst du, dass du Leute in Roblox adden tust? Nie. Ich adde niemanden in Roblox. Kommt da auch Dead Signal? Dead Signal werde ich nicht spielen. Welcome to the Game habe ich schon nicht gefeiert. Und ich glaube nicht, dass ich Dead Signal feiern werde. Deswegen werde ich das gar nicht erst spielen. Also, glaube ich nicht, dass das ein Game ist, was mir Spaß machen würde. Auch wenn es bestimmt einige gucken würden. Dead Signal weiß ich nicht. Welcome to the Game 2 ging mir schon auf den Keks. Ist irgendwie nicht mein Spiel. Okay, laufen wir jetzt rüber zum Bunker? Ist Charles hier irgendwo? Nein. Zum Glück bin ich zurückgelaufen. Zum Glück bin ich zurückgelaufen. Alter. Ich finde Grey Hill Incident zu teuer. Dafür, dass das Game so kurz ist, ist es auch recht teuer. Das kostet 20 Euro oder so, ne? Meinst du Scrutinized? Was ist Scrutinized?
Wo, mit was sollte ich den Scrutinizen meinen? Hä? Okay, fahren wir mit dem Zug? Aber dann muss ich gegen Charles kämpfen. Was jetzt nicht schlimm wäre, aber dann fahren wir locker bis hier hinten, bis wir ihn losgeworden sind. Und dann... Und dann muss ich alles wieder zurückfahren. Welcome to the Game 2 Scrutinized. Ja, ich meine Welcome to the Game 2. Was weiß ich, wie das heißt? Welcome to the Game 2. Welcome to the Game 1. Welcome to the Game 2. Nicht meine Spiele, finde ich nicht cool. Und Dead Signal werde ich folglich auch nicht spielen. Ist gut, wenn du gegen ihn kämpfst. Er kriegt dann einen Cooldown. Ja. Wollen wir es machen? Na komm. Wir kämpfen gegen ihn. Let's go. Bring it on. Falls er jetzt kommt, heißt das. Wir fahren jetzt einfach bis darüber. Bis neben das Minenfeld. Oder Shooting Range oder was das ist. Und machen die Quest mit dem Raketenwerfer. Okay. So, was machen wir hier nochmal? So, müssen wir das machen. Warten wir hier kurz. Nice, keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Okay. Let's go. Was mit A Dead of Night? Feiere ich auch nicht. A Dead of Night finde ich nicht cool. Ist auch nicht mein Game. Fand ich langweilig. Also, weiß ich nicht. So die Atmosphäre in dem ganzen Spiel und was man da... Hat mir nicht gefallen. Wir spielen da andere Spiele. Ihr seht schon, was da alles so kommt. Auf dem XXL-Channel. So, jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Hey, warum wird mir der Kreis hier noch angezeigt? Hab doch die Kiste mit den Raketen. What the hell? Warte, Charles ist in der Nähe. Chill kurz. Wie viel wird der Adventskalender kosten? Irgendwas zwischen 12 und 15 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Irgendwas zwischen 12 und 15 Euro. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. So circa, ne? Willst du mal Do You Copy spielen? Do You Copy habe ich doch damals schon hier auf dem Hauptchannel gespielt. Do You Copy ist doch schon 97 Jahre alt. Junge, dieser Zug, ne? So ein Turbozug, der ist so sauer. So ein gemeiner Zug. Ich ignoriere den jetzt einfach. Wir ignorieren ihn jetzt einfach, okay? Shadowstar, danke für 6 Monate. Endlich wieder Chuchu Charles, ich feiere dich, mach weiter so. Grüße geht raus, Shadowstar. Danke für ein halbes Jahr Support. Dankeschön. Alter, Chuchu Charles, so ein großes Update, dass man das in der neuen spielt, habe ich nichts dagegen. Aber trotzdem, kannst du den Titel lesen? Neuer Albtraum-Modus? Neuer Nightmare-Mode? Sind die Autogrammkarten eigentlich dann gleich oder unterschiedlich? Also es gibt Autogrammkarten beim beim Adventskalender und beim Weihnachtsbundle. Und ja, die sind unterschiedlich. Also der Adventskalender hat andere Autogrammkarten als das Weihnachtspaket. Ja, ja, ja. Alle Leute, die die ganze Zeit nach irgendwelchen Games fragen. Escape the Backrooms, mach dies, mach jenes. Inside the Backrooms, bla bla bla. Leute, das kommt alles, wenn es kommt. Ich habe hier keinen Terminkalender, wo 100 Games draufstehen, wo neben jedem Game ein Datum steht. Wenn ihr einfach nur fragt, was ist damit, was ist damit? Funktioniert so nicht, okay? Die Sachen kommen, wenn sie kommen, okay? Die ständige Fragerei macht's nicht besser.
Und bei der Decke sind keine Autogrammkarten dabei. Die Decke ist einfach nur eine Decke. Und das Weihnachtsbundle kostet 59,99. Hoodie und drei Sachen sind da drin. Ein Hoodie und drei Sachen sind im Weihnachtsbundle. Wir müssen irgendwie zum Zug. Charles macht mich irre gerade. Alter, das kann doch nicht sein. Ah, die meisten haben halt wenig Geduld. Ja, aber 10-mal fragen, das gleiche Game, das bringt ja nichts. Ich hab doch eben schon gesagt, Backrooms kommt, wenn's kommt. Es kommt, wenn's kommt. Die Sachen kommen irgendwann ja auch. Nur halt unterschiedlich. Es kommen ja auch immer neue Games raus, die dann auch erstmal gespielt werden müssen. Das ist genau wie die Leute, die im Livestream immer nach FNAF fragen. Oder spielst du noch FNAF? Wann kommt endlich mal wieder FNAF? Obwohl in der letzten Woche 5 neue FNAF-Videos gekommen sind, ne? Das ist das Allernervigste. Ne? Angel Star Dragon? Gestern kam ein FNAF-Video zum Beispiel. Vorgestern kam ein FNAF-Video. Und dann wird trotzdem im Livestream gefragt, machst du überhaupt noch FNAF? So lost. Boah, ey. Wie kann er die ganze Zeit so nah dranbleiben die ganze Zeit? Das geht doch nicht. Wie soll ich zum Zug kommen? Kommt auf dem MixXL-Channel jeden Tag ein Video. Aktuell nicht. Ab November aber jeden Tag. Also ab dem 3. oder 4. November circa. Ab da kommt jeden Tag eins. Wahrscheinlich. Wieso gab es keine Streams so lange mehr? Weil halt keine Streams gekommen sind. Ich hatte wichtige Sachen zu erledigen, wichtige Sachen zu klären, wichtige Sachen zu organisieren. Und da war keine Zeit für Streams. Deswegen kamen erstmal keine Streams in den Monat. Kommt mal mit 2 Euro. Dankeschön. Wann der Livestream in Toilet Tower Defense ist, diese Woche irgendwann jetzt. Also die Woche, die morgen losgeht. Irgendwann. Aber ich weiß noch nicht den Tag. Junge, Charles macht mich irre. Das geht doch nicht. Ich muss zum Zug. Ey, der will mich doch verarschen. Nein, man kann ihn nicht auf der Karte sehen, Leute. Man kann Charles nicht auf der Karte sehen. Lasst euch das nicht immer erzählen. Guck mal, er ist direkt vor mir. Er ist sogar sauer auf mich. Gibt keinen Charles. Ne? Ob ich auf die Malediven ziehe? Wie kommst du da drauf? Was will ich denn auf den Malediven? Ach, Charles! Hau ab jetzt! Warte. Jetzt. Na komm, 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 komm! Boah, das funktioniert so gut, ne?
Oh oh. Ah! Junge, wie viel Schaden? Oh, Gott sei Dank, Alter. Junge, halbe Weltreise gemacht wegen dem Typen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, alles reparieren. Und den Rest Schrott sparen. Junge, halbe Weltreise gemacht wegen Charles. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist doch dumm. So, warte, wohin fahren wir jetzt? Biegt der rechts oder links ab? Oh, Junge. Jetzt muss ich hier alles nochmal fahren. Ich muss nochmal nach hinten zurück, weil wir brauchen den Raketenwerfer. Junge, ich muss die ganze Strecke jetzt nochmal fahren. Schieß auf die Schienen, das verlangsamt ihn. Nein, tut es nicht. Man muss auf Charles selber schießen, nicht auf die Schienen. Weil du gesagt hast, dass du auswanderst. Ja, aber doch nicht auf die Malediven. Nicht auf die Malediven, yo. Da garantiert nicht hin. Kannst du nach Buchholz ziehen? Nee, garantiert auch nicht. Garantiert auch nicht. Alter, sind wir jetzt die komplette Strecke von hier oben bis hier unten gerade gefahren? In dieser Verfolgungsjagd? Wie bodenlos. Einfach bodenlos. Doch, den kann man sehen. Ja, konnte man. Kann man auch im normalen Modus, aber im Hardcore-Modus nicht. Im Hardcore-Modus kann man ihn nicht sehen. Man kann auch auf die Schiene, es trifft halt Charles Beine oder so, ist aber mega ineffektiv. Freunde, ich habe hier doch schon Speedruns und was weiß ich alles gemacht. Ihr könnt mir ruhig vertrauen, wenn ich euch sage, was ihr machen oder was funktioniert und was nicht. Ich denke mir das nicht aus, ne? Bla bla bla. Danke. Haben wir das auch schon mal? Weil hier drüben ist noch diese Kirche, ne? Hier gibt es doch auch noch irgendwie Schrott und so, oder? Man merkt, dass er wohl sehr viel mehr aushält. Ja, definitiv hält er viel mehr aus. Er ist schneller, macht mehr Schaden. Einfach insgesamt gesehen, ist einfach Kacke. So. Hier gibt es noch diese andere Waffe, aber die ist uns egal. Diese Waffenmission ist wirklich komplett Kacke. Junge, mach's noch heller wahrscheinlich, oder? Mach noch ein bisschen mehr Licht an, Bro. Ich sehe nichts. Ey! Junge, was ist denn das für ein Bug? Mit der Belichtung. Das ist ja furchtbar. Du wirst ja blind, wenn du da reinläufst. Ich habe gerade gar nichts mehr gesehen. Wie viele YouTube-Channel ich habe? Aktuell 5. 5, auf denen Aktivvideos kommen. Es kommen aber noch welche dazu. Ja, bla 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 bla. Sprengstoff anbringen, machen wir auch mal gerade. Dengeln wir schon mal den Sprengstoff an die Brücke, wenn wir schon mal hier sind. Bei der Brücke sind wir ja eh sicher, weil Charles hier nicht drauf geht. Junge, dieses Licht. Ey, was zur Hölle ist mit diesem Licht los? Ey, was sind das für Bugs? Das ist doch Kacke. Man sieht einfach nichts. So was Bodenloses. Okay. Alles angebracht, nice. Mission abschließen. Einfach komplett im Blindflug hier unterwegs. Also ist wahrscheinlich... Weil der Entwickler hat ja alles dunkler gemacht. Ich denke mal, da ist irgendwas schiefgelaufen beim Programmieren.
So, haben wir das auch fertig? Nice. Sehr gut. Gehen wir mal zurück zum Zug und fahren weiter rückwärts. Aber schade, dass man nicht fragen darf, wo YouTuber wohnen. Ihr dürft fragen, was ihr wollt. Ihr kriegt nur keine Antwort. Ich sag euch doch nicht, wo ich wohne. Wieso soll ich das? Also. Ne? Muss doch keiner wissen, wo man wohnt. Okay. Wir fahren jetzt erstmal den ganzen Weg zurück und machen die Quest mit dem Raketenwerfer. Dass wir erstmal den Raketenwerfer am Start haben. Lass mal. Stopp! Oh, da war ein Stück Schrott drin! Ich habe für ein Stück Schrott angehalten. Junge, okay, warte, ich gehe gerade erst kurz hier rein und hol das Ei. Dann hole ich gerade erst das Ei. Wenn wir schon mal hier sind. Kann ich das auch gerade noch erst machen. Danke. Das ist Ei Nummer 2, ist das, ne? Ich glaube. Ja, Ei Nummer 2. Okay. Ich weiß, wo Drachenlord wohnt. Drachenlord hat auch gar kein Zuhause mehr, oder? Okay, wir müssen zurück. Ich kann mich nicht mit denen anlegen, die machen zu viel Schaden. Im Albtraummodus. Die Kultisten machen dreimal so viel Schaden. Und die können einen sonst schon recht gut erledigen. Das Risiko werde ich also definitiv nicht eingehen, dass die mir jetzt hier einen reinshooten. Wo ist mein Zug? Da. Ah, ganz hier unten. Okay, rein da, rein da, rein da. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Wir holen das Ei später. Tschüss. Tschüss, Jungs. Wir sehen uns. Nein, ey! Kleiner Frechdachs. Wir machen erstmal die anderen Quests hier hinten. Also, beziehungsweise wir holen uns erstmal unseren Raketenwerfer. Wie lange ich noch YouTube mache? Ja, wir haben jetzt den 29.10. Ich denke mal noch so bis Mitte November und dann höre ich auf. Wie lange machst du noch YouTube? Ja, nächste Woche. Dann höre ich auch. Solange, wie ich Bock habe. Solange, wie ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann halt nicht mehr. Ne? Easy. Here comes the money. Alter. Oh, oh. Money, money. Yeah. Oh. 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 Hi, MG, wie geht's? Okay, wichtigste Frage zuerst. Hast du den FNF-Film gesehen? Wenn ja, wie findest du ihn? Ich finde ihn super. Freddy Teddy, danke für 20 Euro. Dicker Kuss geht raus für die Spende. Ehren-Teddy in den Chat. Hashtag Ehren-Teddy in den Chat. Kuss, Kuss. Und auch für 21 Monate, Bro. Danke für den 20. Nein, ich habe den Film noch nicht geguckt. Ich schaue den Film wahrscheinlich morgen. Vielleicht noch heute Abend. Es wird aber schwierig. Also wahrscheinlich... Morgen. Nochmal? Yo! Assol! Oh. Oh, oh. Oh, oh. Let's go. So viel Spaß euch noch, muss wieder zur Arbeit. Assol auch mit 20 Euro. Ehren Assol in den Chat. Ehren Teddy in den Chat. Ich danke euch vielmals für den Support und für die Spenden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, den Film, entweder gucke ich ihn heute Abend, was aber ein bisschen schwierig wird, weil auch Formel 1 Rennen ist. Und nicht das Formel 1 Rennen ist um 21 Uhr und der Film würde hier um 19.30 Uhr laufen. Deswegen, ja, wird das eher nichts. Also gucke ich ihn wahrscheinlich morgen. Morgen Nachmittag irgendwann. Ich bin erst einmal gestorben in diesem Stream. Weil einige gerade fragen. Erst einmal. Bis jetzt erst einmal.
So. Jetzt fahren wir nach hier oben, jetzt machen wir das zweite Ei, dann machen wir das dritte Ei und dann können wir ja schon den Endkampf machen, oder? Ich würde aber sagen, wir machen noch ein paar Quests, damit wir noch mehr Schrott haben, oder? Ich meine, wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, die Quest müssen wir noch abgeben mit dem Buch. Dass wir wirklich den Zug auf Maximallevel haben, ne? Du kannst auch nochmal versuchen, zu deinem Trainingskanal zurückzukehren. Ich glaube, das wäre auch noch ein Versuch mit. Deine Form war schon heftig bei dem Bodybuilder-Wettkampf. Nein, nein. Bodybuilding bin ich komplett raus. Gar keinen Bock mehr auf den Käse. Ich mache auf dem Fitnesskanal vielleicht irgendwann mal Vlogs, ja. Aber, Bodybuilding gibt's nicht mehr. Ist ein unsinniger Sport. Also, Wettkampf-Bodybuilding. Wenn man es nicht als Karriere macht. Wenn man es als Karriere macht, geil. Wenn man es nur so nebenher macht, weil meine Karriere ist ja YouTube und noch ein paar andere Sachen. Und dann Bodybuilding zu machen, ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Weil einem das genau gar nichts bringt. Außer, dass man sich viel zu sehr darauf fokussieren muss und man nichts davon hat. Deswegen, Bodybuilding kommt deshalb gar nichts mehr. Also ich mache weiter Sport, aber nicht mehr so. Aber auf dem Fitness-Channel, wo sonst halt Fitness-Vlogs kamen, kommen dann eventuell normale Vlogs. Mal schauen. Hey! Was sollte... Kriegen wir den Zug jetzt überhaupt wieder? Der Zug ist weggefahren. Normalerweise kriegt man den Zug wieder, indem man sich selbst umbringt und im Zug spawnt. Wie kriege ich den Zug jetzt wieder? Alexander fragt, ob man die Eier braucht. Natürlich braucht man die Eier. Die Eier sind das komplette Ziel vom Game. Kann man... Albtraummodus hat der einen Speicherpunkt? Mist, was machen wir jetzt? Wieso bist du rausgesprungen? Wollte ich nicht, ich bin rausgefallen. Guck dir an, das dumme Scheißding. Jetzt fährt er einfach. Und Charles kommt? Nein. Junge, ich kann den Zug jetzt nicht... Fährt er nicht im Kreis? Den kann man nicht anhalten. Der Zug hält nicht automatisch an. Es gibt einen Bug, wenn man im richtigen Winkel rausgeht. Wenn man im richtigen Winkel rausgeht, fährt er unendlich weiter. Der hält nicht an. Der hält nicht an. Ich muss beenden. Ich muss beenden und neu rein und hoffen, dass wir einen Speicherpunkt haben. Ansonsten ist eh RIP. Fortfahren. Okay, geht, geht, geht. Dann hält er nämlich an. Ey, sowas Dummes. Aber Charles ist direkt da. Aber der Zug hat angehalten. Nein! Ich gehe mal aufs Klo. Bis gleich. Penny.
Leider hat der Film viel negative Kritik bekommen, was ich nicht verstehe. Das sind einfach die Leute, die keine Ahnung von den ersten Teil haben, die wirklich erst seit Security Breach dabei sind. Oh, warte mal. Teddy, nochmal mit 10 Euro. Leider hat der Film viele negative Kritik bekommen, was ich nicht verstehe. Das sind einfach die Leute, die keine Ahnung von dem ersten Teil haben, die wirklich als der Security Breach dabei sind. Freddy, Teddy, danke für 10 Euro. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Film, ich sehe überhaupt nicht Kritik. Der Film hat doch mega gute Bewertungen, hat ein übelst gutes Eröffnungswochenende. Bester Videogame-Film dieses Jahr. Was für viel Kritik. Läuft doch super. Ja, Freunde. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich zeige euch mal was. Wir haben nämlich für heute noch eine, also das war's jetzt mit Choo Choo Charles. Für heute. Aber der Stream geht noch weiter. Der Stream geht noch weiter, denn die, die schon aufmerksam in die Stream-Beschreibung geguckt haben, haben bestimmt schon den Shakes and Fidget Link gesehen, Freunde. Wir spielen heute nämlich noch ein bisschen Shakes and Fidget weiter, okay? Wir spielen heute noch ein bisschen Shakes and Fidget weiter, jetzt noch eine Stunde oder so. Auf entspannt, ein bisschen auf chillig. Wie immer mit der richtigen Musik. Ihr wisst Bescheid. Also wer Bock hat auf noch ein bisschen Shakes and Fidget, bleibt noch da. Sinner, danke für 33 Monate. Kuss geht raus. Dankeschön. So, warte, erstmal einloggen kurz. Denn in Shakes and Fidget gibt es einen neuen Server, Freunde. In dem wir heute ein bisschen reinböllern. Und natürlich auch in den alten Server, machen wir auch weiter. Also auf dem neuen Server ein bisschen leveln. Und auf dem alten Server auch ein bisschen leveln. So, hier schreibt jemand, ciao, kein Bock auf das, aber sorry. Ja, Digi, wer hat gefragt? Hä? Warte, ich geh erstmal kurz hier rein. Alle schon mal. Alter. Alle schon mal Shakes and Fidget starten über den Link. Ganz wichtig. Warte, da müssen wir mal kurz eine Nachricht für anpinnen. Wo ist sie denn? Wo ist die Nachricht vom Nightbot? Da. Einmal Nachricht anpinnen. So, da ist jetzt eine Nachricht im Chat angepinnt, über den ihr Shakes and Fidget spielen könnt. Denn wir müssen noch auf dem neuen Server noch eine, wie sagt man, Gilde machen. So, mir ist das Wort nicht eingefallen. So, Moment, ich gönn mir erstmal kurz, muss einmal kurz hier was machen noch und dann fangen wir an. So, hi Tüfer, Case Animatronics 2 hat ein Update bekommen. Ja, das werden wir auch diese Woche irgendwann spielen. Ich denke Freitag oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwann in der Woche. Ja. Wann kommt der nächste Choo-Choo-Charles-Stream? Vielleicht morgen oder ich weiß es noch nicht genau. Ich kann es dir noch nicht genau sagen. Was soll das hier denn jetzt schon wieder? Okay, dann machen wir halt so. Uno momento. Ich bin sofort für euch da. Muss hier nur kurz was eintragen.
falsche Karte. So, jetzt muss das aber gehen, oder? Jetzt geht's. Sehr gut. Ich hoffe, dass Ferrari einen Doppelsieg holt heute Abend. Auf keinen Fall. Schafft Ferrari nicht. Keine Chance. So. Passen wir das mal an hier, dass ihr auch alle was seht. Oh Mann, das ist ja schon wieder Käse hier. So, passt das doch. Perfekt. Shakes in Fidget ist da. So, es gibt nämlich einen neuen Shakes in Fidget Server, Freunde. Den neuen EU7 Server. Ja? Den neuen, warte kurz. Ich suche euch gerade noch kurz was raus. So, zack. Es gibt den neuen EU7 Server und ich habe wieder einen Code für euch, Freunde. So, ihr könnt auf dem neuen Server direkt als Startbonus dieses Mal Tjulfa EU7 benutzen. Ja, der Code geht bis Level 20. Ich hau euch nochmal den Link hier rein. So, warte. Zack. Ich pinne euch mal die andere Nachricht an. Alle über den Link könnt ihr reingehen. Auf dem Server EU7 können wir jetzt einen neuen Charakter erstellen. Und es ist auch gerade Halloween-Event, Freunde, ja? Wir haben wieder krank viele Sachen während dem Halloween-Event. Mega coole Sachen. Also wenn ihr jetzt heute noch anfangt, könnt ihr ultra in das Game reinstarten direkt. Erstmal mit dem Code. Für die, die jetzt neu anfangen, die schon über Level 20 sind, mein Beileid an der Stelle. Aber ihr könnt über den Code direkt krank reinstarten und während dem Halloween-Event direkt Baba-mäßig leveln. Ich habe auch mal wieder eine neue Charakterklasse. Dieses Mal habe ich einen Barbar. Ich habe schon ewig keinen Barbar mehr gespielt. Aber den werden wir... Warte mal, habe ich meinen Greif schon ausgerüstet? Ja, habe ich. Sehr gut. Greif ist am Start. Hab Einladung zur Gilde. Perfekt. So, es gibt nämlich natürlich wieder Tjulfas Bande auch als Gildefreunde. Alter, La List ist schon Level 53. Bruder, was? Freunde, es gibt natürlich wieder die Gilde Tjulfas Bande. Krümel ist hier die Gildenleiterin. Alle, die mitmachen wollen auf dem Server EU7, können auch wieder hier in die Gilde rein, ja? Also jeder, der Bock hat mitzuzocken, kann hier in die Community-Gilde. Wir können wieder alle beitreten und zusammen zocken. Hier sind auch noch einige unter Level 20, ne? Also gerne den Code benutzen. Tjulfa EU7. Dann kriegt ihr einen Baba-mäßigen Bonus. Ist das ein altes Spiel? Das Spiel gibt's schon sehr lange, ja. Das Spiel habe ich schon gespielt, da war ich... Boah. Wie alt war ich, als ich Shakes and Fidget zum ersten Mal gespielt habe? Ich meine, ich war 17. Und in der Ausbildung... Nee, ich war mit 18 erst in der Ausbildung. Nee, ich war 18. Also 10 Jahre ist es her. 10 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal Shakedo und The Fidgetto gespielt habe. Und auf dem Server EU7, also die von euch, die Shakes in Fidget schon kennen, hier haben wir doch auch diese Expeditionen, ne? Die Expeditionen sind neu, das ist ein neues Feature, das gibt's nur auf dem Server 7, wo man jetzt irgendwelche neuen Quests machen kann. Werde mir das Game auch runterladen? Musst du nicht mal runterladen. Kannst du im Browser direkt spielen, auf dem PC. Oder halt die App runterladen auf dem Handy. Welches Europa muss ich? Wir spielen auf EU7 und EU6 aktuell. Also das ist der neue Server EU7, wo du auch den Code benutzen kannst. Ne? Und auf EU6 spielen wir aber auch. So, wie funktioniert das hier? Ich drück mal das hier. Willkommen auf deiner ersten Expedition. Also diese Expedition gibt es nur hier auf Server 7, deswegen müssen wir mal checken. Auf insgesamt 10 Lichtungen musst du je eine Wahl treffen. Hier wird dir dein aktuelles Heldentum angezeigt. Je mehr Heldentum du am Ende gesammelt hast, desto mehr Erfahrungspunkte erwarten dich.
Deinen ausgewählten Auftrag kannst du nicht anzeigen lassen. Du erhältst darüber Hinweise. Diesem Etablissement fehlt es an zivilisierten Utensilien. Bring mir 3 Klopapierrollen. Alright. Okay, jetzt habe ich eine Rolle und dann? Okay. Ich nehme den Schlüssel. Hä? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Also ich verstehe schon, aber... Ah, den kann ich jetzt öffnen mit dem Schlüssel. Kriege ich eine Belohnung. Okay, cool. Und hier ist noch eine Klorolle. Jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt kommt noch ein Monster. Ein Seeräuberhauptmann. Okay, sehr interessanter Modus. Und wir kriegen eine neue Rüstung. Und ich nehme den Pilz als Belohnung. Nee, konnte ich gar nicht. Ich musste... Was zur Hölle? Expeditionsevent. Reise durch 2 gefährliche Gebiete, um deinen individuellen Auftrag zu erfüllen. Wähle auf insgesamt 10 Lichtungen je eine der Begegnungen aus, um dein Heldentum zu steigern. Aber was gibt mir mein Heldentum, wenn ich das steigere? Was bringt es mir, mein Heldentum zu steigern? Was ist das hier? Noch ein Schlüssel? Noch eine Kiste? Nice. Ich hab keine Ahnung, was hier... Muss ich gegen den jetzt kämpfen? Nee. Inventar ist leider voll. Bitte räum mindestens einen Inventarplatz frei, um mit dem Abenteuer fortfahren zu können. Ja, dann rüste mal die Rüstung aus und rüste das mal aus. Und jetzt haben wir den Basilisken als Gegner. Du musst den Pilz auch auswählen, blauer Rahmen. Ja, aber der hat mir vorgegeben, dass ich die Sanduhr auswählen musste. Wie kann ich in die Gilde? Entweder schreibst du Krümel eine Nachricht oder mir. Okay, kämpfen wir mal gegen den Basilisken. Der kassiert aber ordentlich. Ja! Easy! Und jetzt haben wir abgeschlossen. Ah, und dann kriegt man die Erfahrung am Ende. Okay. Alright, 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 alright. Ja, 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 okay. Hab's verstanden, glaube ich. Keine Ahnung, ob ich's verstanden habe. Weiß nicht. Plan, was abgeht. Keine Ahnung. Aber ein interessanter Modus auf jeden Fall. Ist ein bisschen aktiver als normales Questen, definitiv. Auf jeden Fall cool. Okay, warte mal. Ne, wir questen erstmal noch ein bisschen. Beziehungsweise machen... Oder warte. Wir machen erstmal noch ein paar Level-Ups mit normalen Quests. Weil bei den Expeditionen kann man auch draufgehen, oder? Und dann nichts bekommen, oder? Okay, die Waffen sind alle schlecht. Ah, ne, das sind ja... Warte, nein, das rüsten wir aus. Den Hut verkaufen wir. Okay, das Ding macht 3 Rüstungen mehr. Den trinken wir mal. Und hier haben wir noch 10 Uhren. Benutzen wir mal, damit die da unten landen. So, erstmal Inventar aufgeräumt. Sehr gut. Ah ja, genau. Für alle, die nicht wissen, wie man den Code einlöst, am PC müsst ihr hier zum Pilzdealer gehen. Und geht hier unten auf Coupon einlösen. Und dann gebt ihr hier den Code ein. Den Code hier. Tjulfa EU7, gebt ihr hier ein, dann kriegt ihr einen Bonus. Ne? Und wer in die Gilde will, ich lese gerade, ihr könnt hier einfach beitreten. Die Gilde heißt Tjulfas Bande. Tjulfas Bande. Und könnt ihr einfach beitreten, steht ja hier. Offen für Beitritt. Ne? Also wer rein will, könnt ihr reinkommen. Auf Server EU7. Und den Code nicht vergessen. Schön den Code mit einlösen. Ne? Also Tjulfas Bande raussuchen. Hier in der Ehrenhalle geht ihr auf Gilde, sucht Tjulfas Bande raus und dann könnt ihr einfach beitreten. Dann könnt ihr einfach auch mit in die Community-Gilde, ne? Dann können wir wieder fleißig leveln. Was ich jetzt nämlich auch mache, auf Server 7 habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Den Server gibt es schon ein paar Tage, aber ich habe noch gar nichts gemacht hier. Aber ich hatte auch echt keine Zeit die letzten Wochen. Wenig Zeit, nebenher noch Shakes and Fidget zu ballern. Spiel mal Ark. Ark hat Update bekommen, ne? Ark hat eine neue Version, ne? Wurde, wie ist es? Ark Ascended? Komplett überarbeitet? Ist es geil? Könnte man ja vielleicht mal auf dem XXL-Channel hochladen. Okay,
Okay, warte mal. Erstmal jetzt hier den Barbaren ein bisschen hochleveln. Dass wir gleich auch erstmal bessere Waffen bekommen. Weil es ist ja schon wieder belastend, wie ich... Warte mal! Ui, Schuhe! Yes! Ich habe Schuhe bekommen. Okay, komm, wir machen nochmal so ein... So ein Dings. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist eine Kiste. Was bedeuten die Zahlen hier unten? Was bedeuten diese Zahlen hier unten? Minus 2, 0, 0. Ich klicke mal 0 an. Okay, ein untoter Zombie. Ja, wäre auch komisch, wenn der Zombie nicht untot wäre, ne? Einfach ein lebendiger Zombie, imagine. Einfach, der lebt noch. Das wäre crazy. Okay, wir haben eine Halskette bekommen, sehr gut. Fäulnis und Verfall haben schon vor langer Zeit Einzug gefunden. Parasitäre Organismen durchziehen diese kleine Siedlung und haben die asphaltierten Wege gewaltsam aufgerissen. Vergiss nicht, eine Postkarte im ansässigen Souvenirshop mitgehen zu lassen. Sehr gut. Sieht auch ein bisschen runtergekommen aus hier, ne? Bisschen ranzig. Was bedeutet die 12? Ah, ist das mein Heldentum, was ich hier sammle, oder was? Scheinbar. Okay. Leider hast du deinen Auftrag nicht erfüllt und erhältst daher keine extra Portion Heldentum. What? Ach so, ich habe gar nicht geguckt, was ich machen muss. Ah. Alright, alright, alright. Ich verstehe jetzt. Ja, okay. Sorry. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Aber auf jeden Fall gibt's gute Erfahrung, ne? Gibt auf jeden Fall gute Erfahrung. Jede Begegnung mit einem Drachen wird dein Heldentum zusätzlich steigern. Heldentum pro gewählter Begegnung plus 5. Ja, aber hier war doch nirgendwo ein Drache. Hä? Ja, also. Wir nehmen Schlüssel mit. Skelettkämpfer. Überspringen. Gewinnen wir eh. Ja, überspringen. Ist egal. Wir machen das Ding auf. 0. 12. 3. Hä? Ich verstehe es nicht. Freddy mit einem Euro. Dankeschön. Danke, danke. Wann machst du den tollen Tower Defense Stream? Jetzt die Woche irgendwann. Also im Laufe der nächsten Woche. Ich raff's. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, was ich falsch mache. Ich meine. Nee, kein Plan. Manchmal muss man ein bisschen denken und auch mal Minus auswählen. Aber warum? Ich meine, ich weiß doch nicht, was danach kommt, oder? Ich mach nochmal. Ich meine, ich sehe ja nicht, was als nächstes kommt. Oder doch? Oh, was ist das? Hier ist so eine Torte, nehme ich. Nochmal eine Torte, nehme ich? Torte, nehme ich? Basilisk. Keine Ahnung. Ich bin komplett verwirrt. Der Modus macht mich gerade fertig. Eine Torte. Noch eine Torte. Noch eine Torte. Eine Kiste. Geil. Noch eine Torte. Ah, ja, ich hab's geschafft. Ah! Mom, I did it. Okay. Warte, ich muss mein... Okay, jetzt können wir den Oktopus noch verdreschen. Nice. Boah, guck mal. 3 Sterne. Bonuserfahrung. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin trotzdem verwirrt, alright? Ich bin trotzdem verwirrt.
Ich erhöhe jetzt erstmal meine... Hä? Ach, Klassenbonus, ja. Ich erhöhe jetzt erstmal Stärke und Ausdauer, damit ich mich ein bisschen wohler fühle mit meinem Berserker, okay? Was ist das denn? Wir spielen noch ein bisschen Shakes and Fidget. Nachdem ich eben meine Nerven 2 Stunden lang in Choo-Choo Charles verloren habe, spielen wir nun noch ein wenig Shake des und the Fidgetto. Ja? Oh, a penny. Erstmal hier alles auf 100 erhöhen. Ist auch wichtig. Bisschen Glück noch für die kritischen Treffer. Wie viel Rüstung kann ich maximal haben? Was? Achso. Im Rage-Mode habe ich minus 50%. Ja, das weiß ich ja. Glück noch erhöhen. Auch very important. Oh, noch ein bisschen Ausdauer und den Rest in Stärke. So. Jetzt noch ein paar Quests hier wieder machen. Hatte ich anfangs auch Schwierigkeiten mit. Das ist echt, also der Modus scheint ist sehr interessant. Auf jeden Fall spaßiger, als einfach nur normale Quests zu machen. Aber muss man sich schon erstmal... Also ist schon interessant, ja. Geht das auch auf dem Handy? Ja. Ihr könnt das Spiel am PC und am Handy spielen. Oder auf Tablet oder was auch immer. Könnt ihr überall jederzeit zocken, der Gerät. Gut, dass ich noch so viele Sanduhren habe, Alter. So. Kann ich Shakes and Fidget auch spielen? Jeder kann das spielen. Jeder kann das spielen. Ich hau euch hier nochmal den Link rein. Könnt alle über den Link auch das Game spielen. Ihr könnt dem Server EU7 beitreten. Könnt ihr meinen Code benutzen, TjulfaEU7. Dann kriegt ihr einen geilen Startbonus. Einen geilen Startbonus. Und dann, Freunde, könnt ihr Tjulfas Bande beitreten. Das ist unsere Gilde. Das ist die Gilde auf dem Server. Und dann könnt ihr hier beitreten. Sind schon einige reingekommen eben. Ne, 27 Mitglieder. Bei 50 ist voll. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann besser jetzt. Ja, dann tretet besser jetzt bei, als wie später. Sonst ist die Bude nämlich dicht. Dann ist der Drops gelutscht, hör mal. Weißt? Oh, ich bin ja schon Level 10, nice. Let's go, der Profi. Hä? Kriegt man den ersten Schlüssel automatisch? Aber gegen das Gespenst habe ich eh noch keine Chance, ne? Ne. Alles mal klar. Okay, wir machen mal noch eine Expedition. So, was bedeutet das jetzt hier? Attrappe. Verspeist du einen Cupcake, dann triffst du auf der nächsten Lichtung nur noch auf 2 Begegnungen. Okay. Das ist in Ordnung. Also man muss wirklich immer mit dieser Begegnungsliste arbeiten, wa? Rotlicht-Succubus. Ja, let's go. Oh, bin ich überhaupt stark genug dafür? Ja. Okay, überspringen. Wir nehmen den. Cupcake. Koffer. Okay. Den. Und den. Ja, Auftrag nicht erfüllt. Oh, danke für nichts, Mann! Danke für nichts! Wie viel Erfahrung gibt das? 4500 nur. Ist ja ass. Wo gibt man den Code ein? Ja, beim Pilzdealer. Ihr müsst zum Pilzdealer gehen. Auf dem PC ist es hier unten. Coupon einlösen. Und auf dem Handy steht auch irgendwo Coupon einlösen. Dann gibst du hier den Code ein. TjulfaEU7. Also den Code hier. Zack. Den schnatterst du da rein und dann geht das los. Kriegst einen geilen Bonus. Kriegst einen geilen Bonus, hör mal. Und wir gönnen uns jetzt mal Level 11. Nice. Okay. Ah, wir haben ja auch einen Gilden-Chat. Wofür sind die Codes? Gebe dem Spiel nach über 10 Jahren nochmal eine Chance. Am Desktop war das echt mühselig. Ich finde das Spiel tatsächlich am Desktop besser als auf dem Handy. Tatsächlich. König, wie eben schon erwähnt. Aber da war doch gar kein König. Oder dieser -2-König oder was. Muss man den anklicken? Ich mache nochmal so ein Ding jetzt. Muss es nochmal angucken. Warte, was bringt das Einhorn-Ding? Horn, Esel, Regenbogen, Einhorn. Also wenn ich das jetzt klicke, kriege ich dann den Esel und dann kommt ein Oktopus. Den verhaue ich.
Dann mache ich überspringen. Ja, und dann ist rum, oder was? Dann kommt der Regenbogen und dann kommt ein Einhorn, oder was? Erfüllt. Quest erfüllt. War das richtig? War das korrekt? I did it! Mama, ich hab's geschafft! Nice! Okay, wir machen nochmal. Erloschenes Feuer. Okay, es ist schon interessant. Warte, Lagerfeuer, Phönix. Abgebranntes Feuer. Und das suche ich, oder was? Also Lagerfeuer, Phönix, abgebranntes Feuer. Cool. Schlüssel. Kiste. Nice. Succubus verdreschen. Easy. Warte, was bringt dieser Kopfgeldding? Dich erwartet extra Heldentum, wenn du die gesuchte Begegnung auswählst. Wie jetzt? Ah, hier, extra Heldentum. Let's go. Okay. Warte, was bringt mir der Phönix? Okay. So. Okay. War auch richtig, ne? Easy, oder? Ja, geht so, ne? Ich bin ziemlich dumm, die setzen schon ganz schön viel voraus. Oh, aber es gibt ja auch so Früchtekörbe und alles. Ey, die Belohnungen sind nice. Aber die Belohnungen von Expeditionen sind ja immer mega gut. Die Früchtekörbe sind ultra worth. Wo kann man den Server beitreten? Wenn du Spiel startest, einfach EU7 auswählen. Ja. Also wenn du hier einen Account erstellst, kannst du dir da den Server auswählen. Wir sind auf Server 4, 6 und 7. Aber hauptsächlich spielen wir auf 6 und 7. Also ich zumindest. Ein paar andere Leute aus der Community sind auch noch auf den anderen Servern aktiv. Aber ich spiele hauptsächlich auf 6 und 7. Keinen freien Platz im Inventar. Ist aber nicht gut. Ich muss gleich sowieso mal besseres Equipment kaufen. Oh, viel besseres Schwert. Anlegen. Let's go. Das schmeckt. Und einen Gürtel. Erstmal Equipment anziehen, Alter. Wir haben gar nichts angehabt. Und die Waffe war mega schlecht, die ich als noch benutzt habe. Das war noch die vom Anfang, die man für umsonst bekommt. Und spielst du das neue Update von Twilight Tower Defense? Habe ich schon. Das Video kommt noch heute Abend. Das Video kommt noch irgendwann im Laufe des Abends. Keine Sorge. Das neue Update kriegt ihr noch. Das vergesse ich doch nicht. Das mit den Früchten kann ich nicht so ganz verstehen, wenn man so früh keine Pets hat. Hoffe, dass man die dann noch benutzen kann. Ich denke schon. Wolltest du nicht Choo Choo Charles spielen? Wir haben über 2 Stunden lang Choo Choo Charles gespielt, Bro. Wir haben 2 Stunden lang Choo Choo Charles gespielt. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen was anderes. So, zack. Trinken wir mal wieder ein bisschen Bier hier. Wichtig und richtig. Und machen wir mal noch eine Expedition. Treppchenstürmer. Erklimme Siegertreppchen und erhalte für jedes Mal eine große Menge Heldentum. Wie funktioniert das? So, was bringt dieser komische König? Ah, da kommt der Drache raus. Ui. Okay, und was bringt das? Kleine Hürde, große Hürde, Siegertreppchen. Kleine Hürde, große Hürde, Alien. Hä? Was? Ja, das habe ich nicht verstanden. Oh, yes! Und ein Drache! Boah, guck mal, wie viel Ehre ich sammel! Junge! Ich habe mehr Heldentum als alle! 51! Puh, ich bin's, Tim! Okay, Expeditionen sind cool. Expeditionen sind cool, das ist es. Das ist es, da sehe ich mich. Los, wir machen noch eine. Entschuldigung. Und was ist das? Prinz Frosch. Ja, was bringt der? Prinz. Wait. Schwert im Stein, verbogenes Schwert, abgebrochenes Schwert. Okay.
Es ist ein echt geiler Modus. Ist echt ein geiler Modus. Warum steht oben rechts Werbung? Weil es Werbung ist, Digi. Ihr müsst alle das Spiel auch spielen. Ansonsten werdet ihr gekündigt. Ah, ein Frosch! Okay. Nice, hier auch nochmal Bonus bekommen. Let's go! Ehrenbonus. Easy. Heldenbonus. Let's go. Okay. Das funktioniert gut. Das ist ein cooler Modus. Das ist ein cooler neuer Questmodus. Finde ich nice. Wie lange der Stream noch geht? Bis circa 16 Uhr. Ungefähr. Plus minus. Also eher plus als minus. Eher plus als minus. Weil wir müssen ja gleich auch noch kurz auf Level... auf Server 6 muss ich auch noch Quests machen. Okay, den können wir anlegen. Das Ding hauen wir mal weg. Also neue Ware mache ich jetzt noch nicht. Ich will mal erst noch ein paar Level aufsteigen, weil noch kommen wir ja so vorwärts. Also noch müssen wir ja nicht zwanghaft neues Equipment kaufen. Deswegen erstmal so. Die Gilde heißt Hjulfars Bande. Wie viele Leute sind schon drin? 32, es wird voller, Freunde. Es können nur noch 18 Leute rein. Also Server EU7. Benutzt den Bonuscode, wenn ihr euch anmeldet. Dann bekommt ihr einen Startbonus. Einen ordentlichen Startbonus. Und dann Hjulfars Bande. Hjulfars Bande. Wir sind schon 32 Mitglieder, bei 50 ist voll. Bei 50 ist voll. Ist das Chuchu Charles? Nein, wir sind mit Chuchu Charles schon fertig. Wir haben 2 Stunden Chuchu Charles gespielt. Der hätte zu früher kommen müssen. Chuchu Charles haben wir von 13 bis 15 Uhr gespielt. Da hättest du ein bisschen früher da sein müssen, mein Bester. Aber morgen geht's weiter mit Chuchu Charles. Weil wir haben den Hardcore-Mod noch nicht geschafft. Weil das Game mich veräppelt hat. Wir waren echt gut dabei und dann hat das Game mich verarscht. Komm, wir machen nochmal eine Expedition. Expediciones. Okay, wir nehmen erstmal das. Oh, was bringt denn so eine komische Hand? Hand, Füße, Körper, Klaus? Nicht schon wieder Füße. Oh, nee, ey. Wieso denn Füße jetzt? Ach, Kacke. Hier sind sie schon. Ich mache aber erstmal das Siegertreppchen. Ach, wieso denn Füße? Das muss doch echt nicht sein. Aber warte, ich komme jetzt gar nicht mehr bis zum Klaus, ne? Ne, dann klicke ich das hier. So. Das Spiel heißt Shakes and Fidget. Hier ist der Link. Ich hau euch den Link nochmal in den Chat. Link nochmal in den Chat. Könnt ihr beitreten, könnt ihr reinkommen, könnt ihr rausschauen, ne? Das Spiel heißt Shakes and Fidget, liebe Freunde. Wir schulden uns immer noch Fußbilder. Ja, ja, ich mache irgendwann demnächst bei OnlyFans, ja. Dann könnt ihr da Fußbilder kaufen. Das wird aber teuer, ne? Porsche zahlt sich nicht von allein, ist klar, ne? Oh, was ist das? Freizügige Dame? Das machen wir. Socken, Kleiderhaufen, Paar. What the hell? Das sind schon wieder hier die Shakes and Fidget Quests, Freunde. Oh, da sind sie. Hab sie gefunden, im Gebüsch. Im Gebüsch sind sie. Aber extra Punkte haben wir bekommen, sehr gut. Und einen Höllenzyklop. Der wird erstmal verkloppt. Let's go. So, Koffer mit Beinen. Nice. So, noch so ein Cupcake Otto. Nochmal ein Schlüssel. So ein Ding. Und noch eine Torte, come on. Let's go. Only Fuß. Kleidung. Ey. Ich schwöre, ich würde OnlyFans machen mit einem Fußbild und dann muss ich nie wieder, muss ich kein YouTube mehr machen. Spaß. Ich würde trotzdem YouTube machen. Man muss die Ware ja auch bewerben. Oder so. So. Hauen wir uns mal wieder hier das ganze Bier rein, damit wir weiter questen können. Aber ich schaue jetzt mal kurz nach neuem Equipment.
Einmal neue Ware, bitte. Wie kann ich in die Gilde? Einfach Tjulfas Bande suchen. Gehst hier in die Ehrenhalle. Auf Gilde. Gibst hier unten den Namen ein. Drückst drauf. Okay, ich kann jetzt nicht draufdrücken, weil ich schon drin bin. Und dann trittst du einfach bei. Kannst einfach reinkommen, kannst rausschauen. Wir kaufen uns jetzt aber erstmal bessere Ausrüstung. Zum Beispiel bessere Stiefel. Entschuldigung. Und definitiv auch eine viel, viel bessere Waffe. Das ist schlecht. Die ist gut. Die kaufen wir. Das ist eine schöne Axt, die nehme ich. Handschuhe mit Stärke, bitte? Ah, Stärke und Geschick. Nee, Mann. Nochmal neue Ware. Oh, nice Rüstung. Erstmal nur ein bisschen aufbessern kurz alles hier. Aber was wir gerade so anhaben, ist schon echt Mist. Lässt sich wirklich nicht beschönigen. So, jetzt mal noch Handschuhe mit Stärke, please. Würde mich freuen. Ach, komm schon. Handschuhe mit Stärke und vielleicht ein paar bessere... Obwohl, Stiefel haben wir ja gerade eben erst getauscht, ne? Gibt es noch einen besseren Helm? Der Helm hat Intelligenz. Ich brauche keine Intelligenz auf dem Helm. Bin schlau genug. Junge, hier kommt ja nur Kack-Equipment. Okay, wir haben nochmal bessere Stiefel bekommen. Cool. Junge, als wenn es hier keine Handschuhe mit Stärke gibt. Ist es... Was soll denn das? Warte mal. Das ist doch fake. Wir werden doch hier an der Nase herumgeführt. Ach, scheiß doch. Kein Bock mehr. Wir gehen in den Zauberladen. Hast du Shoot to Charles geschafft? Nein, leider nicht. Wir versuchen es morgen nochmal. Was ist nochmal mit dem Code? Er steht doch da. Der Code steht doch da. Da musst du ihn nur eingeben. Der nächste Shoot to Charles Stream ist morgen. Für die, die gerade gefragt haben. Glück. Nee, Mann. Gib mal was mit Stärke, bitte. Stärke. Ach, Stärke und Intelligenz. Glück 15, Stärke 0. Ich brauch Sachen mit Stärke. Ain't no way. Oh, das kaufen wir. Alter, als wenn ich nichts mit Stärke krieg. Sammelalbum. Immer das Sammelalbum kaufen. Wenn ihr irgendwo das Sammelalbum seht, definitiv kaufen. Ist ganz wichtig. Okay, wir haben einen Ring mit 15 Stärke immerhin. Immerhin. Ey, das ist doch... Ich habe noch nie so lange gebraucht, um Basic Equipment mit Stärke zu finden. Das ist ja absolut räudig. What? Wie viel Gold haben wir noch? 180. 14 Stärke, 12 Geschick. Junge, mach doch ordentliche Statuswerte rein. Okay. 15 Stärke, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Kette auch mit Stärke, weil die hat nur 2. Irgendwie eine Kette. Okay, 12 Stärke immerhin. Einmal tauschen bitte. Danke. Ist ja furchtbar. Ey, da kriege ich ja nervlichen Verfall, kriege ich da. Oh, wir kaufen noch ein paar schlechte Tränke. Können wir für den Anfang erstmal so benutzen. Das ist okay. Eieieiei. Gut. Gehen wir nochmal in eine Expedition. Wir expedieren nochmal, ja? Wir machen noch ein paar Expeditionen.
Ich habe den FNAF-Film noch nicht geguckt, ich schaue den erst morgen. So, wir nehmen mal Kopfgeld. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir den Schlüssel. Und dann nehmen wir das verbogene Schwert. Und dann hauen wir dem komischen... Was ist das für ein Vieh, Alter? Was für ein komischer Hai? Dem hauen wir eine rein. Und dann nehmen wir das zerbrochene Schwert mit. Perfekt. Dann nehmen wir den hier mit. Und dann machen wir noch eine Kiste auf. Boah, wie das läuft, Freunde. Der Profi, Digga. Sag's euch, ne? Ja, und dann ist jetzt eh egal. Oh, ein Alien! Guck mal, ein Xenomorph ist hier noch am Start. Let's go! Aber miesen Bonus bekommen. Easy. Nur irgendwer fragt, was nicht mehr heute? Was nicht mehr heute? Nee, heute schaue ich den Film nicht mehr. Geht heute zeitlich nicht. Heute Abend ist Formel 1 Rennen. Der Film würde bei mir nur heute Abend kommen, aber heute Abend ist auch Formel 1. Also gucke ich Formel 1. Und morgen dann den Film. So, zack. Extra Heldentum. Hier noch einen Phönix. Und den Zyklopen drücken wir auch noch einen rein. Geilo. So, nehmen wir das hier mal noch mit. Cupcake. Ein Schlüssel. Noch so ein Ding. Und eine Kiste. Let's go. 30 Heldentum hier schon wieder. Nice. Einfach der Beste. Kannst du Project Playtime spielen? Der Film hat voll die schlechte Bewertung. Der Film hat doch gar keine schlechte Bewertung. Der hat auf Rotten Tomatoes ein 90er Rating. Ist übel gut. Der FNAF-Film hat übelst gute Bewertung. Kannst du Project Playtime spielen? Ja, das neue Kapitel streamen wir auch irgendwann diese Woche. Das neue Project Playtime Kapitel. Schauen wir uns definitiv an. Keine Sorge. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Ich streame ja nicht mehr ganz so viel jetzt. Also wir streamen jetzt wieder ein, zweimal pro Woche, aber nicht mehr so viel wie sonst. Das schaffe ich aktuell zeitlich nicht. Außer Mitte vom November werde ich nochmal ein bisschen öfter streamen. Wenn der Weihnachtsdrop auch ist. Genau, hier, Gilde, Freunde. 11 Leute können noch in die Gilde, ne? 11 Leute können noch in die Gilde. Fährst du ins Kino, um den Film zu gucken? Nee, ich setze mich draußen auf die Straße und hoffe, dass der Film zu mir kommt. Natürlich fahre ich ins Kino. Wie soll ich den Film denn sonst gucken? Freunde, 11 Mitglieder fehlen noch. Mach die Gilde mal voll. Wir haben noch Platz für 11 Leute in Tjulfas Bande auf dem Server 7. Ihr habt einen Bonuscode zum Start, Freunde. Link ist im Chat. Da müsst ihr draufklicken. Ihr könnt das Spiel spielen. Ihr könnt es auf dem Handy spielen. Ihr könnt es auf dem PC spielen. Ihr könnt es auf dem Tablet spielen. Und das Spiel ist zu 100% kostenlos. Zwinker. Machst du ein Video von Phase 3? Ja, aber erst später. Der Typ, der meine Videos schneidet, ist aktuell im Urlaub. Deswegen werden wir erstmal nur streamen. Deswegen kommen erstmal nur Streams zu Phase 3, aber das ist okay. Oh, hier braucht man jetzt schon 25 Abenteuerlust. Und Bonus kriegen wir für jeden erlegten Drachen. Dann machen wir das doch mal. Zack. Drache erlegt. Säuber, Seeräuber, Säuberer, Aurera, Hauptmann, Hai, erlegt. Noch ein Drache. Erlegt. Schlüssel nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir mit. Siegertreppchen nehmen wir mit. Kiste machen wir auf. 40 Heldentum. Ich bin's. Der Held. Was denkst du, wenn du morgen streamst? Weiß ich noch nicht. Kann ich noch gar nicht sagen. Das wird morgen ein spontaner Start in den Stream. Da gibt es noch keine Uhrzeit, die ich euch mitteilen kann. Das wird sich im Laufe des Tages zeigen. Das wird sich im Laufe des Tages zeigen. So, ich muss erstmal meine Ausbauten jetzt ja auch machen. Für den Bonus. Für den Gildenbonus. Also ganz wichtig, Freunde, wenn ihr in die Gilde kommt, ihr müsst auf jeden Fall diesen Bonus hier erhöhen. Paul, danke für 2 Euro. Danke für die Spende, Bro. Kuss geht raus. Kann man das Spiel auch auf Huawei spielen?
Das findest du am schnellsten raus, indem du nachguckst, ob du das Spiel runterladen kannst. Wenn ich sage, man kann es auf dem Handy spielen, kann man es auf jedem Handy spielen. Warum sollte man es auf Huawei nicht spielen können? Ach so, stimmt, Huawei arbeitet ja gar nicht mehr mit Google zusammen. Müsste aber trotzdem gehen, wenn du dir die APK runterlädst. Kann nur sein, dass es bei Huawei das nicht mehr im Store gibt. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass Huawei nicht mehr mit Google arbeitet. Sorry. So, wir erhöhen nochmal Lehrmeister. Let's go. Wann streamst du Project Playtime? Irgendwann die Woche, wenn es kommt. Freunde, wenn es kommt, dann kommt es. Ihr könnt euch doch nicht immer alles aus der Nase ziehen lassen. Wenn es da ist, ist es da. Und wenn es noch nicht da ist, dann kommt es wann anders. Ne? A Penny. Oh, 21 Stärke hier auf der Stoppuhr. Let's go. Let's go. Ich drück den Suchen-Knopf oder soll ich den Rang eingeben? Du kannst beides machen. Du kannst entweder über den Rang gehen oder über den Namen. Eins von beiden. Eins von beiden kannst du machen. Ab wann kann man Festung nochmal bauen? Ah, mindestens Stufe 25. Och, Mann. Aber wir sollten jetzt den ersten Gegner im Dungeon schaffen, oder? Ja, easy. Junge, komplett hops genommen, das Gespenst. Okay, schaffen wir das Skelett auch? Yo, im Rage-Mode, let's go! Junge, zwei Gegner direkt geplättet im Dungeon. Okay, noch so ein Zombie. Come on! Come on! Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Sollten wir aber auch hinkriegen. Alter, warum sind die so schwach? Sind die schon immer so schwach am Anfang? Okay, verschlagener Vampir. Lol, den schaffen wir auch. Okay, vielleicht auch doch nicht. Junge, als wenn er die ganze Zeit ausweichen kann. Ey! Machen wir nochmal. So. Jetzt aber. Wieso kann ich nicht beitreten? Ich kann nicht joinen. Seid ihr auch auf Server EU7? Hier steht doch überall. Offen für Beitritt. Ab Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Seid ihr auf Server EU7? Oder seid ihr auf einem anderen Server? Weil auf den anderen Servern könnt ihr nicht beitreten. Willst du mal Pokémon Schwert oder Schild spielen? Nö. Also ihr müsst darauf achten, dass ihr auf Server EU7 seid, ne? EU7. Ansonsten geht's nicht. Weil hier steht ja überall offen für Beitritt. Also ihr müsst einfach so beitreten können eigentlich. Ohne Problemos. Rein theoretisch. Zumindestens. Wie tradet man ein hier? Ich spiele es zum ersten Mal. Meinst du jetzt in die Gilde oder generell ins Game? Die Gilde musst du einfach nur raussuchen in der Ehrenhalle. Und dann kannst du beitreten. Bist du schon in der Gilde? Nee. Superstar will auch in die Bande. Superstar ist schon in der Bande. Sehr gut. Maria ist auch schon in der Gilde. Sehr gut. Also ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben, ne? Ich heiße Julfa, einfach, wie immer. Ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben, dann füge ich euch hinzu, wenn ihr nicht reinkommt, ne? Also falls ihr die Gilde nicht findet, schreibt mir eine Nachricht dann. Aber dafür müsst ihr Level 10 sein, glaube ich, ne? Ich glaube, ihr müsst Level 10 sein, damit ihr Nachrichten schreiben könnt. Ich glaube, ja. Das heißt, unter Level 10, wird das schwierig. Aber wie gesagt, eigentlich müsst ihr einfach nur Gilde, also Ehrenhalle, Gilden, dann gebt ihr entweder den Rang ein, 398, 398 oder den Namen, Theolfas Bande, dann klickt ihr drauf und dann könnt ihr beitreten. Dann könnt ihr beitreten, ne? Dann geht das. Ich meine, es funktioniert ja auch. Es sind ja schon über 20 Leute im Stream, sind ja jetzt schon beigetreten. Ne? Und wenn ihr im Game seid, auf jeden Fall den Code benutzen. Ganz wichtig. Wieso ignorierst du mich bei der Post? Was? Was redest du, Sascha? Ich habe überhaupt keine Post von dir. Geht's dir nicht gut, Sascha?
The hell? Das Game heißt Shakes and Fidget. Oh, wir können auch mal einen PvP-Kampf noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Komm, wir verdreschen mal einen Schurken. Das war einfach. Alter. Ich bin mit einem Kill 2000 Ränge aufgestiegen. Bro, was? Was ist er? Ist er Necromancer? Das ist neue... Ist das nicht eine neue... Klasse? Junge, erstmal die Rangliste hochclimben. Let's go. Erstmal ein paar Leute hier aufs Kreuz legen. Easy. Okay. Oh, das ist ein Krieger. Mal sehen, ob wir den auch schaffen. Ja. Let's go. Noch einen Berserker. Easy. Okay, jetzt wird's schwierig ab jetzt. Wir könnten den Bogenschützen vielleicht schaffen. Warte mal. Nee, keine Chance. Nope. Nope. Oder doch im Rage-Mode? Nein, keine Chance. Oh nein, wir haben verloren. Und ihn hier? Den schaffen wir aber, okay. Warte, wo sind wir jetzt in der Rangliste? Lass mal kurz gucken. Ehrenhalle? Ja, einfach 10.000 Plätze. 10.000 Plätze einfach aufgestiegen. So. So, was haben wir hier noch für Fragen? Irgendwer fragt was über die PlayStation, was? Über das PlayStation-Gewinnspiel? Warum kein Chuchu Charles mehr, weil wir fertig sind für heute. Also für die, die das PlayStation-Gewinnspiel noch nicht verstanden haben, ich zeig's euch noch einmal kurz. Tjulfa Shop, Freunde, ne? Tjulfa Shop. Jede Bestellung, egal was ihr kauft. Am 17.11. kommt der Weihnachtsdrop raus. Und bis zum 22.11. Nimmt jede Bestellung nimmt an der Verlosung teil für die PlayStation 5. Das heißt, jede Bestellung ist ein Los. Jede Bestellung, die ihr macht, ist ein Los für die PlayStation 5. Ja, egal was ihr kauft. Ihr könnt Schlüsselanhänger kaufen, Handyhüllen, das Plushie ist wieder da. Und ab dem 17.11. ist der Weihnachtsdrop, da kommen noch mehr Sachen rein. Jede Bestellung nimmt hier dran teil. Nochmal als Erklärung für die, die das nicht verstanden haben, ne? So funktioniert das mit der PlayStation. Weil ich die Frage gerade wieder gelesen habe. Und die, die nach Chuchu Charles fragen, das geht morgen weiter. So. Ja, sind wir jetzt auf Server 7 eigentlich erstmal fertig für heute. Eigentlich alles gemacht, was wichtig ist. Schauen wir nochmal kurz auf Server 6 rein. Und hier den Charakter noch ein bisschen leveln. Was heißt ein bisschen leveln? Ich muss vor allen Dingen erstmal wieder... hier war ich nämlich auch schon wieder ein paar Tage nicht online. Gildenkampf, egal. Warte, wie kann ich nochmal im... Hä? Wie komme ich im Stall von hier zu den Reittieren? Bin ich dumm? Oder muss ich so machen? Dann machen wir es halt so. Verlängern wir den auch mal, so, damit sich das lohnt. Dann brauchen wir noch einen neuen Glückstrank. Und den hier auch trinken. Gib mal einen XXL-Glückstrank, bitte. Einen legendären Ring. Junge, der scheiß Ring kostet 58.000 Gold. Aber er ist auch nicht besser als meiner. Von daher, weg damit. Weg mit dem Käse. Brauche ich nicht. Ich brauche einen XXL-Glückstrank. Den roten. Danke. Trinken. Dankeschön. So. Gaukler-Goblin in der Taverne. Wo? Was für ein Gaukler-Goblin? What do you mean?
Wer ist denn der Gauka-Goblin? In der Stadtansicht. Der da. Oh. Ui, Memo. Look at that. Aha. Okay. Fünfmal am Glücksrad drehen. Ja, machen wir das doch mal, ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Komm, wir drehen direkt komplett dran. Wir drehen am Rad. Let's go. Einmal das ganze Gold mitnehmen hier. Ich glaube wohl, es hackt. Ich brauche das. Bin broke. I need the money. I need the gold. Thank you. Aber schon wieder voll viel Käse zum Verkaufen. 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 Trash. Trash. Dungeons. Wo hänge ich hier? Bei beiden bei 9, ne? Stufe 90 und Stufe 185. Das ist echt ärgerlich. Dass ich hier noch nicht durch bin. Habe ich Chuchu Charles verpasst? Ja. Chuchu Charles kommt morgen wieder. Den schaffe ich auch nicht hier, ne? Den Fernweltler. Jawohl, warte mal. Nee, ist zu stark. Ich dachte, ich kann mich durchpilzen, aber der ist wirklich zu strong. Na gut. So, dann haben wir doch jetzt schon mal eine Aufgabe abgeschlossen. Nice. Und dann kann man immer hier diese Dinger einsammeln. 10-mal eine Attraktion im Arena-Manager ausbauen. Jetzt so mäßig hier oder was? Oder sowas hier? Ich meine, ich habe ja mehr als genügend von dem Zeug. Was bringt das überhaupt? Also was bringt es eigentlich, diesen Arena-Manager auszubauen, jetzt mal kurz? Ich habe keinen Plan, was das bringt, ne? Kann mir einer kurz erklären, was das bringt? Wenn ich das hier ausbaue? Was bringt mir der ausgebaute Arena-Manager? Kurzes, also bitte, helft mir. So, nice. Wir kriegen Erfahrung, sehr cool. Um welche Uhrzeit ist der Weihnachtsmerch-Shop? 17.11. um 18 Uhr. 17.11. um 18 Uhr. Okay, warte, wir machen erstmal kurz einen Kampf gegen den Magier hier. Alter, macht die Damage! What the hell? Ist nicht schlimm, ich mach mehr Damage. Zack! Easy. Ein Kampf gewonnen. Let's go. Den hier schaffen wir auch. Lalis kann das erklären. Ey, wo ist dein Freddy Funko? Du meintest, dass er wiederkommen wird. Er war ja auch nie weg. Ja? Er war ja nie weg. Ey, wieso hab ich verloren? Okay, warte. Wir machen erstmal schnell ein Level up. Ich bin ja kurz vor 122. Let's go. Und wir können auch mal... Ui, oh, ich habe einen Phönix bekommen. Ein Loderfleuch. Er heißt einfach Loderfleuch wahrscheinlich, oder? Okay. Leveln wir erstmal hier den Schattenotto auf. Und dann gehen wir mal kurz ins Schattenhabitat und kämpfen hier eine Runde. Let's go. Zack. Es gibt nämlich auch ordentlich Erfahrungspunkte. Hier die Pets platt zu machen. Let's go, Mann. Schaffen wir den hier auch? Nee. Okay, da sind wir zu schwach für. Okay. Aber wir haben gar keine Früchte für die anderen, ne? Das ist ärgerlich. Der Arena-Manager gibt dir 1000 Runen Bonus auf deine Rüstung. Sieh mein... Tja, das erklärt es einfacher.
Qualität von Gegenständen plus 1. Eisschaden. Ui, Memo. Okay. Okay, okay, okay. I get it. I get it. Such die, Alter. Junge. Lale ist einfach schon Stufe 165. Okay, ich habe jetzt auch echt lange nicht aktiv gespielt. Echt keine Zeit gehabt die letzten Wochen. Aber ey, das hole ich wieder ein. Das hole ich wieder ein. So ein Ding ist das. Alter, wieso kriege ich die ganze Zeit nur Schattenfrüchte? Gib doch mal noch so ein Ei. Ja, wahrscheinlich, oder? Was haben wir hier jetzt? Hä? Ich hab doch gerade ein Ei bekommen, oder nicht? Was war drin? Jo, dann halt nicht, ne? Also ab 1000 Runen Manager kann man Runen auf seiner Rüstung finden. Okay. Warte mal. Und wann bekommt man so eine Rune? Opfere deinen gesamten Arena-Fortschritt, um Runen zu erhalten. Achtung, dein Fortschritt und deine Dollar gehen dabei verloren. Pro Rune verdienst du in Zukunft 5% mehr. Upgrades vom Händler bleiben erhalten. Und desto weiter mein Fortschritt ist, desto mehr Runen bekomme ich, oder was? Sehr viel mit 2 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Kuss. Danke. Danke. Thank you very. So, noch ein bisschen hier. Die Leute massakrieren. Auf easy. Zack, zack. Oh! Da schlüpft was? Ui. Nen Zossel. Die Namen sind so geil, ne? Die Namen sind echt der Hammer. Junge, Junge, Junge. Gut, gut. Aber, Freunde. Den Rest von Shakes and Fidget level ich später weiter. Wichtig ist für euch, kommt rüber noch auf den Server, benutzt noch euren Tjulfa EU7-Code. Ganz, ganz wichtig. Aber warte, hier habe ich jetzt ja auch noch Quests, die ich einsammeln kann. Guck mal. Stimmt. Let's go. Wieso habe ich nur 9 von 10 Bier getrunken? Hä? Und ich habe auch noch nicht am Glücksrad gedreht hier. Warte, das machen wir noch gerade. Freunde, kommt auf Server 7, benutzt den Code, sonst seid ihr uncool. Automatisch. Du hast Dollar, die bringen dir die Runen links. Wenn du sie auch was gehen sie nach rechts und bringen dir den 5% Bonus. Das heißt, du verdienst mehr Dollar und so wieder mehr Runen. Ah. Immer so zwischen 3 und 5 Runen spielen und dann opfern. Okay. Den Code könnt ihr beim Pilzdealer einlösen. Ne? Also ihr geht einfach hier auf den PC, geht ihr hier hin, wo die Pilze verkauft werden und dann geht ihr auf Coupon einlösen. Da gebt ihr den Code hier, gebt ihr da drüben ein. Und dann funktioniert das. Hast du gehört, ne? So, Hauptsache, ich kann noch mal, warte, da machen wir doch noch mal auf entspannt hier noch mal kurz eine, noch mal kurz hier so eine Expedition, wa? Auf ganz entspannt. Wenn wir gerade schon noch mal Abenteuer machen können, machen wir das doch auch, wa? So. Jetzt mal so ein Cupcake hier und zack. Und noch so ein Schlüssel und so eine Kiste. Nice. Auftrag erfüllt, Skelettkämpfer verdroschen. Perfekt. Schön, schön, schön. Also der Abenteuer, also dieser Expeditionsmodus, den finde ich echt cool. Den finde ich nice. So, jetzt kriegen wir hier noch das. So, und jetzt kriegen wir hier noch 4 Gold aus dieser Truhe. Gute Preise, gute Besserung. Okay, Freunde. Das war's aber für heute mit dem Stream. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel, 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 viel Spaß. Wir sehen uns natürlich gerne im nächsten Stream wieder. Jetzt kommen auch wieder welche. Mal sehen, ob was jetzt in der Woche so kommt. Ich denke mal, Mittwoch oder so kommt ein Stream. Oder Dienstag hier auf dem Hauptkanal. Und einer auf Roblox, wo wir die Einheiten verlosen in Toilet Tower Defense und dann Freitag und Samstag wieder. Ne? Wisst ihr Bescheid? Nicht mehr ganz so viele Streams wie sonst. Ne? Es werden jetzt immer so 2-3 Streams pro Woche. Sonst haben wir ja immer Montag bis Freitag.
so viele Streams kommen nicht mehr. Das schaffe ich zeitlich nicht. Aber wir streamen wieder. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns irgendwann demnächst im nächsten Stream oder im nächsten Video. Tschüss! Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now or the sun's still